can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, deswegen wird das heute definitiv auch kein Endless-Stream werden. Wir werden mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also mein Plan ist auf jeden Fall irgendwie so 2-3 Stunden live zu sein, ein bisschen was für euch zu machen und wir werden aber unterm Strich sehen, was meine Stimme hergibt. So. Ja, City Skylines 2, ich freue mich auf jeden Fall. Und wie ihr seht, es gibt hier ein paar Speicherstände und ich habe mir heute Abend überlegt, wir gucken einfach mal in den ersten Speicherstand nochmal rein. Das war ja der, wo ich so ein bisschen nicht ganz so überzeugt war von City Skylines 2, aber ich habe auch schon gar keine Ahnung mehr, was haben wir denn da alles gemacht. Von daher einfach mal so ein Fazit ziehen, was ist da passiert, wie sieht die Stadt denn aus? So die Anfänge uns mal angucken und ja, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass das hier ein riesengroßer Berg und Talbahn ist und wir hier die wundervollsten Gärten haben von irgendwelchen Superhelden, die auch bei 90 Grad noch gerade stehen können. Ja, ne? Also das sind so dezente Sachen, wo man eben so ein bisschen drauf achten sollte. Ansonsten, ne, hier so eine kleine Vorstadt, ein bisschen mehr Haupttown. Ja, und hier hinten waren wir tatsächlich dann dran, das Ganze etwas größer zu machen, aber auch irgendwie in einem sehr eigenen Stil, möchte ich meinen. Also ich glaube, ich bin hier definitiv nicht böse drum, dass wir die Map nicht weiterspielen. So. Punkt 2. Wir haben ja Stream 2 angefangen, aber ich habe mich jetzt so mal ein bisschen wirklich mit dem Städtebauen beschäftigt und mal geguckt, was ist denn hier grundsätzlich möglich, wo könnte man eventuell noch eine Stellschraube drehen, um das Ganze ein bisschen hübscher aussehen zu lassen. Und da habe ich hier so einen kleinen Anfang gemacht. Die kleine Stadt Yannunana, wo ich zwischenzeitlich dann auch so ein
bisschen genervt war von den nicht ganz so optimal funktionierenden Sachen oder von den Sachen, mit denen ich noch nicht so hundertprozentig klarkomme. Sagen wir es vielleicht einfach mal so. Und dabei ist dieses wunderschöne kleine Städtchen entstanden und hier habe ich mir echt sehr, sehr viel Mühe gegeben, sehr, sehr viel im Detail gearbeitet. Das Ganze läuft noch nicht so lange, deswegen ist hier auch noch nicht so viel drin. Aber vor allen Dingen, wo ich hier halt mal drauf geachtet habe, man kann ja bei den unterschiedlichen Zonen auch noch die Stile einstellen zwischen europäisch und nordamerikanisch, dass man das wirklich auf der Map ein bisschen mixt. Die Stadt hier ein bisschen anders aufbauen, ein bisschen detaillierter, nicht ganz so rastermäßig, wie ich das sonst immer mache. Viel mit Wegen gearbeitet und so. Und dabei ist dann hier das bei rumgekommen. Und vor allen Dingen, was ich halt auch sehr, sehr interessant finde, ist, ich habe nicht alles so maximale Größe gemacht. Ich habe die Gebäudegrößen auch ein bisschen angepasst. So ein bisschen kleiner und ein bisschen größer. Und da kann man doch optisch sehr, 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 sehr viel rausholen. Und ich denke, das wird jetzt auf jeden Fall ein Thema sein, was ich auch zukünftig in den Streams mehr berücksichtigen werde. Und naja, also es geht schon nicht schlecht, wenn man sich mit dem Spiel entsprechend lang beschäftigt, sich auch mal ein paar Tipps von außerhalb holt. Und schöne Sachen sind möglich. Und das ist so mein Ding, wo ich definitiv zukünftig eben ein bisschen mehr Wert drauf legen will. Und jetzt nochmal auf die Thematik, wie sieht das aus, wenn wir ein paar mehr Einwohner haben, auch von der Qualität für den Stream her. Deswegen so mein erstes großes privates Spiel, da bin ich mittlerweile bei 150.000 Einwohnern gelandet. Und jetzt bin ich mal gespannt, was denn der Stream dazu sagt, ob der trotzdem mit 60 FPS weiterläuft oder ob der mir jetzt kurzzeit abkackt. Aber es sieht erstmal gut aus. Ne, ihr seht, also das Städtchen ist auch sehr groß. Es ist viel passiert. So habe ich mir mein erstes privates Spiel quasi aufgebaut, hier mit riesengroßen Hochhausfronten. Auch ein paar Problemchen, aber naja, muss ja nicht alles perfekt sein. Ne, auch schöne öffentliche und schon sehr, sehr viele Sachen freigeschaltet. Also da freue ich mich schon wirklich drauf, wenn wir dann mit unserer Streamtown weiter vorankommen. Sieh auch so ein internationaler Flughafen und so. Es sind schon tolle Sachen dabei, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, und ich sehe, die Frames bleiben stabil. Und das freut mich, dass trotz 152.000 Einwohner, also das lässt hoffen, dass wir hier durchaus eine große, große Stadt machen können, die dann auch im Stream stabil bleibt. Hopefully. Aber es ist halt mega viel los und vor allen Dingen, Meilensteine. Ich bin hier bei der gedeihenden Metropole und es ist eigentlich schon fast alles freigeschaltet hier von der Map. Also entsprechend groß kann man hier auch bauen. Das ist schon ziemlich geil. Also ich denke, das lässt auf jeden Fall hoffen. Und wenn man denkt, später mit Mods wurde angekündigt, dass man das Ganze hier bebauen kann. Also ich will nicht wissen, was für Einwohnerzahlen dann hier theoretisch erreicht werden können, wenn man dann wirklich Metropolen aufbaut. Naja, auf jeden Fall das dann das Ziel, dass wir dann irgendwo eine Größenordnung Richtung 200, 250.000 Einwohner auf unsere Streamtown kriegen. Und da steigen wir jetzt heute Abend auch wieder ein. Da machen wir heute Abend weiter. Ja, bin mal gespannt. Warum haben wir hier Wasserprobleme? Okay, gleich mal interessanterweise, warum haben wir hier Wasserprobleme? Ist hier irgendwas irgendwo nicht angeschlossen oder wir haben einfach nicht genug verfügbar? Na ja, gut, dann starten wir eben hier an der Stelle direkt wieder mit Fix it, Baby. Haben wir das hier? Ja, ist ja im Wasser, soll ja auch im Wasser sein.
Da hat es keine Straße. Da könnten wir es aber hinsetzen. Naja, die nicht ganz so tolle Wasserstraße. Aber ich habe dazugelernt. Das geht definitiv noch besser. So, gucken wir hier aber gleich mal rein. Abwasserbehandlung haben wir, noch genug. Strom haben wir massig. Verkaufen wir auch gut. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wir liegen mit 7,8 Mille ordentlich im Plus. Wir machen hier eine Monatsbilanz von knapp 700.000. Kann man sich also nicht beschweren. Jetzt geht's, unser schönes Städtchen wachsen zu lassen. Also was hier ist, wir haben ja hier eine sehr, sehr große Downtown, kann man quasi sagen. Sehr große Area mit Low Residential. Ja, die sind relativ gleichbleibend. Da werde ich jetzt aber hier tatsächlich auch erstmal nichts mehr dran ändern. Das werden wir wirklich so lassen. Wir werden aber für die zukünftigen Gebiete werden wir da ein bisschen mehr Variation reinbringen. So, jetzt sind wir hier. Das können wir gleich mal ändern. Dann machen wir hier mal US-Thema rein. So, dann machen wir hier mal Reihenhäuser rein. Aber dann machen wir einen Stopp nochmal weg. Stopp! Ach du Alarm. Die haben Bock. So, dann machen wir auch nochmal alles raus. Da will ich hier auch das US-Thema drin haben. Bisschen Variation. Und die Wohnhäuser. Da werden wir auch ein bisschen Variation mit reinbringen. Wohnhäuser in die Hochhäuser. So, hier will ich definitiv nicht, dass geparkt wird. Könnt woanders parken, aber nicht hier in der Durchgangsstraße. Das hier machen wir vielleicht mal ein bisschen hübscher. Ah, außen oder innen geht. Gut zu wissen. Dann machen wir hier innen. Und weil es so schön ist, ein paar Böhmischer. Schick. So, wo können wir denn ansetzen momentan? Wir haben eine Low Residential Nachfrage, haben aber eigentlich so das Gebiet, was ich dafür vorgesehen habe, komplett oder überwiegend ausgenutzt. Da ist tatsächlich noch was frei. Dann könnten wir hier auch nochmal einen nordamerikanischen Stil reinbringen. Ja, komm hier. Da. Das dürfte man noch haben. Dann ist aber Schluss. So, dann bin ich mal gespannt hier von der Häuservariation, wie die gleich im Vergleich zu den restlichen Häusern aussehen. Ob das wirklich Sinn macht, die hier so offen zu mixen. So, unser Tom... Okay, what was that? Das sah eben wieder ein bisschen strange aus. Unser Tom West Meeching College. Ja, da haben sich auch schönerweise schon ganz, ganz viele Streamer angeschlossen. Zu sehen auf dem Discord. Ja, wenn man will, DC in den Chat. Geht auch, wenn ich offline bin. Dann kriegt ihr den Discord-Link oder einfach den Links in der Channel-Beschreibung folgen. Ist nicht gleich. Ich glaube, hier können wir noch mal einen großen Parkplatz mit beipacken, wenn ich das hier so sehe. Und wir könnten tatsächlich wirklich die Parkgebühren auf Hasse nicht gesehen anheben. Um dann noch mal richtig Knete zu machen. Aber naja, wir wollen sozial sein. Dann machen wir hier einen kleineren hin. Na, alle die... Jawohl, es gibt Stau. Nee, wir machen hier unten einen großen. So. So, dann heben wir hier Parkgebühren, sage ich jetzt mal standardmäßig 20 für den Parkplatz und bei den Gebieten machen wir 25. So, dann kriegen die noch
bewussten Energieverbrauch und Recycling mit rein. Das wird später nochmal ein Thema sein, das Recycling. Da werden wir hier auch nochmal überall umstellen. Denn ab einer bestimmten Größe ist das exponentiell, was die da an Müll verbrauchen oder fabrizieren. Das ist der Hammer. Also da bin ich mit dem Bau neuer Recyclingwerke etc. pp. Gar nicht hinterhergekommen. Hätte ich nie im Leben gedacht. So, von daher machen wir das jetzt hier überall gleich rein. So, und wenn Interesse stehen sollte. Wir haben hier so viele Gebiete, die noch nameless sind. Feel free. Feel free. So. Bin ich wirklich groß hier geworden? Ja, genau. Unser Gebiet mit den Wolkenplatzern. Da bin ich echt mal gespannt, wenn das soweit steht, wie das denn alles aussieht. So, hier können wir die, zumindest die, die wir gerade mal in den Griff, in die Hand bekommen, können wir auch mal hochstellen auf 20. Ein Unfall. Nicht schön. So, hier auf der Auffahrt ist gut. Betrieb. Kann die jetzt hier hinten wieder runter? Nee, hier fährt darüber. Ich glaube, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, über kurz oder lang. Da hat es auch geknallt. Na wohl, vielleicht ist nur eine Momentaufnahme, dass hier ein bisschen staust, weil es läuft ja jetzt wieder. So, was werden wir uns mal in Zukunft anschauen. Und hier hinten, die Ecke fängt auch schon richtig, richtig an zu wachsen. Jetzt können wir mal gucken. Ich glaube, die machen wir mal alle weg. Alle noch nicht besetzten Gebiete. Und dann werden wir hier direkt ein bisschen Variation reinbringen. Und zwar nicht nur im Wohngebietsbereich, sondern insgesamt. So, wir fangen jetzt erstmal an europäisch. Erstmal die europäischen Wolkenkratzer. Hier machen wir einen großen hin. Dann hätte ich hier gerne einen kleinen. Da gerne so einen. Da gerne so einen. Und nochmal einen großen. Das sind jetzt alles erstmal die im europäischen Stil. So. Und jetzt wechseln wir den Stil. Machen noch ein paar dazu. Und dann bin ich echt mal gespannt, was wir dann hier für eine schöne Variation an Gebäuden reinkriegen. So. Dann machen wir hier noch zwischendrin ein paar Büros. Weil das sind auch echt coole Gebäude. Ein paar größere, ein paar kleinere. Wir lassen ab und zu, lassen wir mal so eine Gap frei. Dann haben wir nämlich A, den Vorteil, dass die Leute nicht so weit auf Arbeit fahren müssen. Und B, wir kriegen hier noch mehr unterschiedliche Hochhäuser rein. Mal guck mal hier, Gewerbe wird instant gebaut. Dann machen wir auch ein paar verschiedene. Gibt's so einen? Tatsache. Gibt's so einen? Ne, nur der ist alles klar. Dann hier noch einen großen. Dann füllen wir vielleicht hier noch mit den Wohngebäuden auf. So, den Rest machen wir, wenn die Gebäude stehen. Dann schauen wir mal an, was hier entsteht auf der Seite. So, jetzt lasst mal überlegen, wie werden wir das Gebiet hier oben nutzen? Ich glaube, das werden wir einfach hier eine große Park-Area machen. Da werden wir einfach noch ein paar Bäume pflanzen nachher. Hier ist nochmal der Mid-Residential-Bereich. Und lasst uns den doch an der Stelle einfach mal planen. So, das ist die Straße. Jetzt Pause, das müssen wir mal ein bisschen anpassen. Das fällt mir so gar nicht. So, einmal da.
Das ist auf jeden Fall besser. So, wo setzen wir hier an? Okay, hier gehen wir relativ gerade zu dem oberen Bereich an. Mal gucken, ich würde die Straße hier auch gern identisch dahinsetzen. So, das ist schon mal nicht schlecht. Und hier machen wir so einen etwas größeren Kreisverkehr mal hin. Und von da aus werden wir das Gebiet jetzt ein bisschen erhöhen. Wir haben hier, glaube ich, alles soweit eingefriedet, alles eingeklettet. Das sollte passen. Jetzt machen wir hier nochmal so eine schöne Straße. Mit Wasserwand. Loki, Tagchen, ich hatte die Wahl zwischen Steffen vs. Wild und unserem Raben hier, da fiel die Wahl einfach. Boah, das höre ich gerne, Loki. Gerade momentan tut es echt gut, nochmal hier so ein bisschen was Nettes zu hören. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Freue mich. So, jetzt machen wir hier aber nochmal ADS aus und Smooth Beat. So ein bisschen leiser. So, also hier machen wir wieder so einen Unterschied rein, so eine Wand. Mittlerweile bin ich, glaube ich, sogar relativ geübt, was das anbetrifft. Zumindest sieht die gut gerade aus. Nicht so wie andere. Ist zwar ein bisschen hakelig, aber ich glaube, wir nutzen hier diese Gaps einfach, um die nach innen zu expanden. Oh wow, ich schmeiße heute wieder hier mit Denglich um mich. But why not? So, gucken wir, dass wir die in etwa gleich lassen. 103, 103. Schön. Dann kriegen wir hier wahrscheinlich auch ein bisschen Variation in das Gebiet mit rein. Beziehungsweise, ich glaube, die können wir mal downgraden. Ne, die lassen wir groß. Die lassen wir noch groß, dann connecten wir die hier mit. Und alle anderen Straßen machen wir aber ein bisschen kleiner. Wie das aussieht. Dann können wir hier noch einen kleinen Kreisverkehr einbauen. Sehr schön. Dann machen wir das gleiche. Dann machen wir hier. Nein, geht nicht. Okay. So, manche Sachen verstehe ich immer noch nicht. Beispielsweise, warum kriege ich hier keinen mittleren Kreisverkehr rein? Es sind alles die gleichen Straßen. Beispiel, die hier ein bisschen nah zusammen sind, maybe. Ach ja, mein Sohn und man ist ausnahmsweise da und er wollte das ein oder andere sehen. Und ein kleines Update, der spielt Terror from the Deep, das ich ja gewonnen habe. Läuft, mein Lieber, läuft. Das freut mich. Da ist das Spiel doch definitiv in die richtigen Hände gelaufen. Und wenn dein Sohnemann das noch spielt, dann sieht man auch, dass so ein alter Klassiker nochmal auf die neuen Generationen umgreifen kann. Das ist schön. Das ist richtig, richtig geil. Und was von unserer Generation noch was an die Jugend weitergeben kann. So. 97, 7. Hallo? Nö. Nö, 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 nö. Ich hätte hier gerne 94, 94. Da haben wir es doch. So. Jetzt werden wir hier hinten ein kleines Gebiet anstreben, wo wir wirklich sehr, sehr viel Variation in der Größe der Gebäude haben. Und mit den Straßen habe ich eigentlich noch gar nicht gearbeitet bislang. Dabei sind die so mega. Ne, weil da muss man auch das Parken nicht ausstellen und alles. Die Grafik findet er quasi uralt, aber zockt es wie blöde. Ja, du, Grafik ist bei den Spielen teilweise nicht das Entscheidende, ne? Nimm dir so aktuelle Titel wie RimWorld, was ich auch sehr gerne spiele. Das ist ja auch sehr, möchte jetzt einfach mal sagen, zeitlos. Ne? Das kann mit einer aktuellen Ark Survival Ascendant Grafik bei weitem nicht mithalten. Und trotzdem ist es das Spiel, was die Leute anzieht, nicht die Grafik. Und das finde ich halt ziemlich geil. Wenn du Leute mit Inhalt überzeugen kannst, statt mit Grafik, das hat was. Also würde jetzt hier ein Model sitzen, wären wahrscheinlich auch irgendwie gefühlt 2000 Zuschauer mehr im Chat drin, einfach nur um das Model zu sehen.
Aber ich freue mich, dass die Leute da sind, die da sind. Weil dann sind die wegen mir hier. Und nicht, weil ich ein Model bin. So. Ja, ich glaube, wir können das hier durchaus noch ein bisschen erweitern. Haben noch Platz. Vielleicht hier hinten machen wir mal eine kurze Pause. Ich denke, wir werden jetzt versuchen, die Straße hier ein bisschen anzubinden. Ich hoffe, wir überlasten das Kreuz damit nicht. So, dann machen wir hier erstmal ein bisschen Platz. Ja, holen wir vierspurig. Wir haben hier zwei Ein- und zwei Ausfahrende, aber ich hätte hier, glaube ich, gerne mit Mittelstreifen. Stopp. Liebt halt die Entwicklung, das Ausstatten der Leute und so weiter. Es ist schon ziemlich geil gemacht. Ich habe auch die neuen UFO-Teile gespielt. Die sind auch nicht schlecht, aber das Flair aus dem damaligen Teil ist einfach unübertroffen. Ach so, die Entwicklungsstufe, die Waffenstufe, die du da drin hast. Für die Leute, die es nicht kennen, Terror from the Deep. Das ist einer der ersten Teile der UFO-Reihe. Ein schönes Strategie. Rundenbasiertes Spiel. Mega, kann ich nur empfehlen. Es läuft nicht auf jedem Rechner. Teilweise braucht man etwas Geduld und einen Emulator. Aber das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. So dermaßen. Passt. Und jetzt auch, was ich gelernt habe, damit wir hier eine schöne Steigung hinkriegen, ist eigentlich Quatsch, weil den Pinsel hat man schon von Anfang an. Ich nutze ihn einfach nur zu selten. So. Oh, guck mal hier, das können wir sogar noch ein bisschen mitnutzen. Hier noch ein bisschen kleiner, die Höhe. So. Draußen, das andere gleichen wir jetzt ein bisschen an. So, hier nochmal so einen kleinen. Ja. Irgendwann werden sie das auch behoben haben. Also ich würde mir hier wünschen, dass sie wieder auf das Wasser von Cities 1 zurückkommen. Das war richtig, richtig gut gemacht. Auch mit der Physik und allem drum und dran. Da hatte ich mega Spaß mit. Vielleicht rudern sie da mal ein bisschen zu. So, und jetzt müssen wir das hier noch anbinden. Dann haben wir es auch fast schon. Beziehungsweise das updaten wir mal. Ich hätte hier auch gerne mit Mittelstreifen. So. Und hier noch. Immer noch. Nein, wir machen keinen Kreisverkehr rein. Oder, Moment, wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Dadurch, dass wir hier die Steigerung haben, machen wir das hier auch nochmal weg. So, ist da. Ist da. Oh, mal schauen, kriegen wir jetzt hier einen Kreisverkehr ohne Höhenversatz rein? Geht. Ich kann das auch. Moment. Erstmal was trinken. Ich kann es auch nur loben, da schon zu der Zeit die Wahl hattest mit der Ausrüstung, wer was kann und tut. Ja, dankeschön. Prösterchen zum Wasserchen. So. Dann machen wir jetzt aber hier hinten in unserem kleinen Gebiet weiter. Und dann müssen wir die Leitungen eh neu machen. Ich glaube, wir machen hier einfach mal eine Schnellstraße draus. Da muss nämlich gar nicht dran gebaut werden. Die soll einfach nur als Connection dienen. Da, dann hier geht es ins Gebiet über. Ja, passt. So, dann gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Genau, das binden wir einmal da an. Und einmal da. Nehmen wir den Strom gleich noch mit.
Bitte im Untergrund. Ist das jetzt connected? Nö, ist es nicht, oder? Also er meckert nicht mehr, dann würde ich sagen, ist es connected. So. Ja, haben wir. Zum Beispiel, du willst nicht durch die Vordertür, nimm Brisant-Sprengstoff und woanders sein. Ja, zum Beispiel. Vor allen Dingen finde ich die Idee mit den Sonarwaffen. Das hat damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. So. Ja, vielleicht nicht ganz so weit. Gut. So. Wo expandieren wir weiter? Jetzt nehmen wir einfach nochmal die Straße hier, führen die nochmal hier unten dran. Einfach mal geradeaus. So, hier nochmal einen Kreisverkehr rein. Dann haben wir nämlich jetzt unsere Info, wo dieses Gebiet hier endet. So, dann machen wir hier. Wie werden wir hier connecten? Ich denke, du weißt, was ich meine, aber da hatte ich damals die Wahl, was du tust. Ja, ja, ja. Ich weiß absolut, was du meinst. Also ich habe das Spiel ja auch gefeiert, weil man an alles so unterschiedlich rangehen konnte. Und trotzdem immer zu einem Ergebnis kam. Und zwar immer zu dem, was man selber haben wollte und wie man es haben wollte. So. Wir haben das Gebiet einfach mal so ein bisschen großrangig. Mal vorzeichnen. Eine Seite so, die andere Seite gerade. Muss nicht hundertprozentig sein, das ist okay. Geht nachher eh unter, wenn man die Gebäude drin haben. Ich glaube, hier machen wir einfach mal so eine kleine Endstraße rein. Hier auch. Also ich finde dieses Roundabout-Tool finde ich schon sehr, sehr stark. Finde ich sehr cool. Ja, viele Spiele heutzutage schreiben dir leider das Vivo was vor. Ja, da bist du ja dann aber so frei, dass du sagen kannst, entweder möchte ich sie spielen oder nicht. Ich finde das teilweise auch gar nicht mal so schlimm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil wenn du in manchen Spielen zu viele Freiheiten hast, dann hast du auch zu viele Möglichkeiten, rechts, links zu gucken. Ich sehe das beispielsweise bei Elden Ring, so ein tolles Spiel. Und ich habe es völlig aus den Augen verloren, weil ich einfach nicht der Story gefolgt bin, sondern gemacht habe, was ich wollte. Das war dann mein Fehler. Dann habe ich irgendwann den Punkt verpasst, die Spannung bei dem Spiel hochzuhalten. Ich glaube, das hier machen wir weg. Oder wir machen es anders. Wir machen es anders. So, mal gucken, ob wir hier eine richtige Kurve reinkriegen. Passt. Sehr schön. Dann brauchen wir nämlich hier gar keine Straße wegführen. So, das schließen wir nicht da oben an. Das wird jetzt hier auch nochmal ein separiertes Gebiet. Ich glaube, wir machen hier zwei Gebiete rein. Ich würde hier gefühlt dieses... Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das heißt. Wohnanlage, genau, da kommt eine geschlossene Wohnanlage rein, hier neben. Ja, aber zu weit kommt auf jeden Fall draußen, das bedenkt den Geflöten. Aber nur streng linear ist auch doof. Es kommt, wie gesagt, auf das Spiel an, welches du hast. Also wenn ich dran denke, dieses streng linear, ich hatte ja hier ein Let's Play zu A Plague Tale Requiem gemacht.
und auch dem ersten Teil Innocence. Und da fand ich dieses streng lineare, weil du ja einer Story folgst, ziemlich gut und auch ziemlich gut umgesetzt. Aber wenn du dann halt so wirklich Spiele hast mit Open World oder dergleichen, dann musst du da echt gucken, dass du das im richtigen Rahmen platzierst. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Und hier lassen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Platz, dass wir hier ein paar größere Gebäude auch reinpflanzen können. So, hier neben, das lassen wir so in der Größe. Gucken, was wir da dann reinkriegen. Wieder unseren kleinen schönen Roundabout ans Ende. Zack, ich liebe die Dinger ja. Machen wir hier. Weiß ich noch nicht. So, das sieht aber doch erstmal nicht so schlecht aus. Jetzt haben wir noch hier ein paar Punkte, die wir investieren können. Und ich bin momentan auf dem Trichter, dass ich die Leute eigentlich gerne bilden würde. Deswegen schalten wir jetzt einfach mal die Universität frei. Dadurch, dass... Oh, Feuer. Das Feuer wäre schon da so ganz zufällig oder irgendwo unterwegs. Leute. Feuerwehr. Wir sehen noch nichts. Ich sehe es gleich. Komm, hier brennt das ganze Viertel weg. Help? Oh, der Sound ist cool von dem Feuer. Und das ist auch ziemlich cool animiert. Also die Animation würde ich mir tatsächlich hier für so ein... für irgendwas animiertes nehmen. So, aber wo sind unsere treuen Helfer der Feuerwehr? Die wollen nicht. Sind wir da hinten? Keine medizinischen Versorgungsgüter. Oh, die Klinik ist leer. Dann hoch, du Alarm. Okay, jetzt wissen wir, wo die Feuerwehr ist. Die hängt hier irgendwo fest. Aber warum? Die Eingangsstraße nach da oben ist frei. Die Eingangsstraße nach unten ist frei. Die Eingangsstraße nach hier ist frei. Beziehungsweise... warum stehen die hier alle auf der Straße? Wie immer, man kann Mist abbauen, wenn man will, wie eine Marine mit fast 100 Aktionspunkten und dann den Superbohrer, der konnte durch Tür 2 und 3 alles im Simuleingang killen. Hier auch. Help? Milliarden an Menschen, die hier über die Gasse wollen. Ach du Scheiße, guck mal, was hier hinten Richtung U-Bahn läuft. Guck mal da. Ach du Scheiße. Da ist ein Bug passiert ab und zu. Hm. Ja, aber gut, dass wir ihn gesehen haben, bevor das ganze Viertel abgebrannt ist. Haben sie scheinbar einen Griff gekriegt, dafür ist jetzt hier das nächste Feuer.
gerade mal überlegen, ob wir hier eventuell was upgraden sollen. Aber ich glaube, das ist echt nur eine Momentaufnahme gewesen. Also, waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich bin schon wieder, genau, Uni. Wir brauchen Platz für eine Universität. Wir haben Platz für eine Universität. Waren die wäre sehr zentral gelegen. Die wären nicht weit weg von unseren Hochhäusern. Und könnte sie natürlich auch da reinsetzen. Oder auch nicht. Das so. So in das Gebiet rein. Da drehen wir sie vielleicht mal um. So. Dann können wir hier unten drunter eine Straße hier rüber machen. Ja, es ist schon Doppelstraßenkreisel und die haben Stau. Ich glaube, die Idee ist gar nicht mehr schlecht, dass wir das hierhin machen. Und Straße wieder umschalten. Und dann machen wir hier wirklich nur reines Univiertel rein. Im Kreisel. Nehmen wir die Straße, führen die von der Seite aus einmal an die Uni ran, einmal hier hinten dran. So, machen wir die einmal weiter bis hier. Geht noch. Und hier auch ein Kreisel hin. Von hier aus lassen wir jetzt zwei kleineren Straßen abgehen. So. Dann einmal da dran. Nehmen wir hier. So, dann haben die Leute, die da wohnen, auch nochmal die direkte Anbindung an den Part hier, an die Polizeiwache, an das Krematorium und die Feuerwehr. Feuerwehr ist ein gutes Stichwort. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen einglätten. Jetzt müssen wir schauen, was kann ich denn hier noch dran bauen? Was kann ich hier neben dran bauen? Okay. Dann müssen wir hier noch ein bisschen einglätten. Ungefähr bis da. Dass wir hier genug Platz für das Gebäude haben. Das hier machen wir nochmal weg. Da hätte ich. Ja, musste umdrehen, I'm sorry. Hätte ich auch nochmal gern so eine Keimmauer. Sehr schön, besser. Ich muss sagen, das eine Ebenen-Tool, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. So, dann haben wir das eine Gebäude, das andere ist auf dem Campus und das hier ist, wow. Das ist 20 Erholung im Außenbereich. Den hätte ich gerne noch hier dran. Dann machen wir die Straßen noch mal ein bisschen anders.
brauchte 20 Erholung im Außenbereichen für die umliegenden Gebäude. Die umliegenden Gebiete, das macht auf jeden Fall Sinn. So. Dann bauen wir den auch instant. Ach komm schon, echt jetzt? Hier gerne so eine kleine Kurve drin haben. Ja. So, dann haben wir hier unsere Uni. Die wollen wir jetzt natürlich auch gut aussehen lassen. Nehmen wir denn? Nehmen wir das. Hier hätten wir die Erle und die Kiefer. Hier hätten wir die Kiefer und Hickory. Hickory ist nicht so groß. Birke geht auch. Edelkastanien. Und nehmen wir hier ein bisschen Edelkastanien mit rein. Und dann ist das Thema der Universität, dass die Universität Edelkastanien dann einfach. So. Nehmen auch noch ein bisschen ausmalen. Die Kiefer würde ich aber trotzdem mit reinnehmen. Ich freue mich dann immer schon, wenn wir hier so irgendwas anzeichnen, wenn das dann später mal ausgewachsen sind, die ganzen Bäume, man sieht, was man hier gemacht hat. So, dann machen wir hier, weil wir hier eh diese kleine Gap haben, dass das nicht so doof aussieht, machen wir hier noch einen Parkplatz hin. So, Parkgebühren machen wir wie bei den anderen auch auf 20. Ja, doch, ist okay. Dann brauchen wir noch die Straße hier rüber. Die Frage, wo binden wir die an? Wir könnten hier den Kreisel nehmen. Wir könnten nicht nur, wir werden auch. Wir nehmen hier aber eine Stellstraße. Okay. Man muss nicht immer alles verstehen. Können wir den Straßen auch den Stil umstellen? Nee, da wird das Kartenthema genommen, ne? Ich glaube, hier brauchen wir keinen Kreisel, weil hier sollten hoffnungsvoll hauptsächlich die Leute hinkommen, die an die Uni wollen. Aber wir werden das Ganze noch anbinden mit einem überdachten Taxistand. Wir werden hier Bus langfahren lassen. Und wir werden hier eine U-Bahn-Stelle hinmachen. So, und dann haben wir hier den Übergang. Dann hätte ich hier an der Stelle bitte gerne, danke, auch einen Fußgängerüberweg. So, der bindet dann quasi die Uni an die Straßen an. Warum? Keine Gleisverbindung. Ja, ja, kommt noch. So, ich glaube, die Gleisverbindung machen wir auch instant. Glaube aber nicht, dass wir jetzt hier irgendwie groß eine neue Linie machen werden. Ich glaube, wir werden hier einfach so eine kleine Dreierlinie machen. 1, 2, 3 Stopps. Sollte eigentlich absolut ausreichend sein. Und darüber können dann die ganzen anderen umsteigen und etc. pp. Das war ein bisschen knapp. Sollte es aber gehen.
Einmal nach da, jetzt nach da oben. Und wenn wir gerade dabei sind, dann machen wir hier auch nochmal eine U-Bahn-Haltestelle rein. Why not? Na? Jetzt. Dann noch hier 4 Stopps, das ist auch nochmal. Und ich muss ja sagen, das Straßeneinzeichen, das ist ziemlich geil. Das ist schon ziemlich geil gemacht. So, 1 and 2. The Joflul, Hallöchen und schönen Samstag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Herzlich willkommen. So, wo bringen wir die an? Hier auf der Seite. Na, dein Gut abgeschlossen. Ich glaube, für hier die Kurzstrecke reicht auch eine Richtung. Welche ist das? Das müsste die 5er sein. Das sieht gut aus. So, zugewiesenes Fahrzeug 1. Hm? Rudi. Ja, also die Stadt lebt und gedeiht. Wir sind mittlerweile bei 30.000 Einwohnern. Und haben, ich denke mal, ein ordentliches Gebiet mit eingenommen. Hier habe ich sehr, sehr viel mit Low Residential gearbeitet. Aber die Tendenz ist klar steigend. Die Tendenz ist klar steigend. Wir liegen gut im Futter mit einer Mille plus im Monat. Also ich denke, hier mit der Stadt haben wir bislang alles richtig gemacht. So, was brauchen wir jetzt? Wir haben U-Bahn angeschlossen, Bushaltestellen. Dann können wir hier im gesamten Gebiet gleich nochmal ein paar verteilen. So, also eine hier unten, dann machen wir hier einen Anschluss. Wir machen hier einen Anschluss. Obwohl, den würde ich vielleicht die nochmal wegmachen. Den machen wir, glaube ich, eher hier hin. Das macht mehr Sinn. Müssen wir planen, von welcher Richtung die kommen. Machen wir hier noch eine hin. So, das heißt, wir könnten jetzt hier eine kleine Linie machen. Ich würde das hier oben noch mit reinnehmen. Lass mal kurz überlegen. Die kommen von hier, fahren hier rüber, kommen dann da. Die machen wir mal auf die andere Seite. Die machen wir auf die andere Seite. Dann fahren die hier oben raus. Dann machen wir hier eine Haltestelle hin. Und machen gleichzeitig hier einen Fußgängerüberweg hin. Können hier hinten noch eine Haltestelle hinbauen. Das reicht, glaube ich, für die Linie völlig aus. So. Fangen hier an. Dahin. Und da aus würde ich jetzt, nehmen wir den großen Weg bis hier runter. Ja, machen wir einfach. Überlegen, machen wir hier noch einen Wegpunkt hinzu, machen hier nochmal eine Haltestelle hin. Ich denke, das macht Sinn, oder? Aktuellerweise kann man die Wegpunkte auch ohne Haltestellen setzen. Fügen wir hier einfach nochmal manuell ein hin. Passt. Bam. So, dritte Linie, die ist blau. Dann ist das hier die. Das können wir mal Unilinie nennen. Das sieht irgendwie seltsam aus. So. Dann können wir das hier auch gleich machen. Obwohl, die haben wir alle nicht benannt. So what? Gut, also wir haben jetzt Bus, wir haben U-Bahn, das reicht hier unten an öffentlichen, denke ich, völlig aus. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Gebiet, was wir einnehmen. Wir brauchen Gewerbe.
Ich glaube, wir nehmen hier auf jeden Fall den mittleren Bereich als Gewerbepark. Gucken wir erstmal, wo wir hier eventuell den einen oder anderen Parkplatz hinklatschen können. Ich glaube, hier neben, direkt neben unserer U-Bahn-Station macht Sinn. Dann nehmen wir hier noch zwei kleine. Ne, der ist zu groß. Ganz klein. This is an emergency broadcast to all citizens. Increasing areas of forests are being engulfed by flames. Oh wow. Thick smoke rising from the fire makes the air. Wir werden alle sterben. Ja, also diese Waldbrände hier, die sind schon echt schlimm. Okay, kann ich mitleben. Kann ich mitleben. So, und dann brauchen wir hier hinten noch einen Parkplatz. Den machen wir. Dann machen wir zwei. Nummer zwei, why not? So, Parkgebühren machen wir auf 20. Dann zeichnen wir auch schon mal die ersten Gebiete ein. Gucken wir hier, der ist schon in Use. Nicht gut. So, wir machen den ersten Bezirk. Machen wir einrasten, würde ich jetzt gerne erstmal ausmachen. Er fängt hier an. Und der wird nicht groß. Das ist wirklich hier nur dieses kleine High Residential Gebiet, was wir hier einrichten. So, Strickenfell. Oh Gott, der Name ist ja sehr, So, dann machen wir hier den zweiten hin. Da können wir hier allerdings das Einrasten wieder nehmen. Das ist für unser Mid-Residential. Ja. Echt jetzt? Machen wir erstmal so. Jetzt müssten wir hier ziehen können, oder? Ja. Perfekt. So, und dann zum Schluss noch unser Uni-Gebiet. Ne, dann würde ich auch gerne ausrasten wieder ausmachen. Einrasten wieder ausmachen. Ausrasten kann gerne anbleiben. Why? Dann machen wir das so. Passt. So, Meisenried nennen wir gleich mal um. Das ist das Univiertel. Oh, einfach Universität. So, Parkgebühren haben wir hier auch. 20. Haben wir hier die zwei Parkhäuser schon eingestellt? Ja, ne? Ja, sieht gut aus. Was ist da? Keine Fahrzeuge? Nein, wir brauchen weitere Busdepots. Also, wo ist denn unser Busdepot, unser bisheriges? Zusätzliche Garagen. Wir haben vorsorglich Platz gelassen. Wir machen zwei Garagen mit dran. Jetzt haben wir 45 Fahrzeuge in dem Depot. Das sollte reichen. Okay. Gut. Also, Gewerbe waren wir dran. Wir waren bei Gewerbe dran. Mal hohe Dichte. Ne, ich glaube, wir machen hier Kleingewerbe rein. Nehmen wir das auf beide Seiten jeweils eins. Oh, das ist geil.
4 breit geht nicht. Haben wir hier ein großes? Oh, das ist super. Das ist eins von den Gebieten, die ich liebe. Schön viel Variation mit drin. Und machen wir jetzt hier auf der Seite auch. Und hier lassen wir ein bisschen Luft. So, Gewerbebereich 1. Jetzt können wir überlegen, hier unten Richtung Uni noch ein bisschen Gewerbe mit dran zu setzen. Machen wir ruhig ein bisschen größer. So. Guter Moinsen. Wie macht sich C2 mittlerweile? Gab es Patches? Es gab ein paar Patches, aber ich sage mal so, das, woraus bei mir ankam, damit hatte ich eigentlich gar keine Probleme. Also das, was hier überall gesagt wurde mit Performance etc. pp., das lief an mir völlig vorbei. Das Spiel läuft auf stabilen Frames. Ich hatte keine Grafikprobleme. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, dass die Bäume hier teilweise aussahen wie mit Wasserfarben gemalt. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich auch schon ganz checkig. Es gab ein paar Updates. Was da jetzt genau passiert ist, habe ich mir mal durchgelesen. Ich weiß es allerdings nicht mehr alles im Detail. Aber es läuft. Dragoni, moin. Naja, du hörst es. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich zumindest ein paar Stunden heute Abend durchhalte. Vor allen Dingen habe ich auch mega viel Bock auf CS. Das muss heute Abend ein bisschen funktionieren. Ich habe schon alles mögliche reingeknallt. Nasentropfen, Hustensaft, Pastillen und hast du nicht gesehen. Irgendwie geht das jetzt. So. Wir machen so einen kleinen Wohnbereich hier. Und? Oh, das könnte ein bisschen... Okay, interessiert uns auch nicht. Boah, ist eine geile Aussicht. Ist das eine geile Aussicht von hier oben? Warum haben wir das nicht schon früher gemacht, Leute? Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier sind die einzelnen Ballungsgebiete. Gefällt mir echt gut. So, wir brauchen immer noch 4 Gewerbe. Das heißt, wir werden hier hinten... Genau, die Gebiete werden wir auch nochmal komplett leer machen. Dann werden wir auch noch ein bisschen Variation mit den Hochhäusern reinbringen. Hier ein... Ja, vielleicht nicht ganz so groß. So, dann machen wir einen Gewerbetower rein. Dann mache ich hier ein bisschen Büro. Dann machen wir hier US-Thema. Daneben machen wir European Theme. Machen wir vielleicht mal 2 kleine. So, schalten wir das Thema nochmal um. Machen noch einen Gewerbetower mit rein. So. CS mal aus Eis gelegt. Mir fehlen für den Verkehr einfach ein paar Möglichkeiten. Sieht schon schick aus, auch wenn es etwas zu steril ist, die Fahrtextur. Ja, so manche Texturen haben durchaus noch Potenzial, sag ich mal. Also ich finde die gesamten Bodenstrukturen sehr langweilig, auf gut Deutsch. Das ist keine Struktur, das ist einfach nur Farbe. Das fand ich also im ersten Teil schon wesentlich besser, wo du dann hier auch so quasi die quaderförmigen Striche drin gesehen hast. Das ist hier einfach viel zu langweilig. Da muss noch ein bisschen was kommen. Aber lass die erstmal die Performance von dem gesamten Spiel überarbeiten, bevor sie dann die Performance mit dem Gras wieder schrotten. Und für den Verkehr, es geht. Also ich habe nebenbei noch eine 150.000er Stadt am Laufen, so mein Privatprojekt. Und wenn du mit den Öffentlichen alles richtig machst, hast du mit dem Verkehr kaum Probleme. Also der läuft überraschenderweise sehr gut. Was halt
das war auch in den Patch Notes drin, was halt auch ist, Gewerbegebiete fordern manchmal Waren an, obwohl sie keinen Platz mehr haben. Das heißt, da wird Verkehr generiert, den du gar nicht brauchst. Der Verkehr aus den Industriegebieten, naja gut, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist kein Verkehr, ne? Also normalerweise müsste hier wesentlich mehr Verkehr sein, als es ist. Na und dann später hast du in dem Bereich dann noch das Thema mit dem Müll. Dann müssen wir eigentlich auch gerade mal drauf gucken, wo liegen wir denn? Wir haben mehr gelagert, als wir kap... Hä? Okay, stopp mal. Wir haben 2,7 Tonnen gelagert, haben aber nur Kapazität für 2 Tonnen. Ich finde, man kann sehr gut den Verkehr in den Griff bekommen. Jeder Stau, den ich bisher hatte, kann man einfach beseitigen werden. Meistens gibt es nur einen, wenn es einen Unfall gibt. Ja, oder wenn gerade mal irgendwas rumbackt. Wir hatten vorhin hier oben... Ja, und jetzt sieht eigentlich alles gut, aber wir hatten hier gefühlt 2000 Einwohner, 2000 Citizen, die hier auf der Kreuzung festgesteckt haben. Keine Ahnung warum. Loki hat gemeint, das ist wohl ein bekannter Bug im Game. Aber dann einfach mal den Kreisverkehr weg wieder hin und oh, läuft. Wir können ja mal gucken für diejenigen, die es interessiert. Verkehr. Ja, also es ist überall ordentlich Verkehr, aber nichts, was jetzt außer Kontrolle gerät. Ne? Das ist ein Röter. Das ist halt hier diese Standardkreuzung vom Spiel. Da ist ein bisschen mehr. Und wir haben auch 30.000 schon. Also nicht so wenig. Baut zu groß und dann entstehen immer mega Staus, siehe Bilder im DC. Hast du neue Bilder reingemacht? Komm, lass mal gucken. Warte mal, fix das, die Skylines. Das ist schon nicht schlecht. 34.000 Einwohner erst. Also für 34.000 Einwohner sieht die Stadt riesig aus. Ja, ich finde es cool, dass du hier so eine große Variation drin hast. Also wer übrigens wissen will, von was ich rede, da haben wir einen extra Channel für City Skylines und für RimWorld und Gaming-Sprach. Einfach mal drauf connecten, Regeln akzeptieren, ihr habt Zugriff auf den kompletten Bereich. Könnt ihr euch gerne mal austauschen. Aber es geht noch. Also ich finde, die Stadt ist schon cool. Vor allen Dingen finde ich interessant, wie viele Hochhäuser du schon hast. Ne? Wenn ich jetzt hier so den Vergleich zu mir sehe, bei mir sind die Leute noch nicht ganz so gebildet. Da ist noch ein bisschen Luft. Aber kommen wir auch noch hin. So, ja, leider blockieren die Autos immer meine Busspuren beim Abbiegen. So funktionieren die Öffis nicht. Also ich bin, was die Öffis anbetrifft, instant auf U-Bahn gegangen, weil Cities 1 gab es nichts Besseres und Cities 2 ist in U-Bahn, glaube ich, auch the way to go. Was ist denn hier? Wir hatten nicht das Problem mit den Bussen, wir haben das Problem mit den U-Bahnen. Das heißt, wir müssen hier noch ein U-Bahn-Depot bauen. Beschleunigung der U-Bahn-Wartung. Zusätzliche Gleise. Und Fahrzeuge. Da läuft. So, jetzt haben wir genug U-Bahn. Aber da. Hier müssen wir auch noch was mit dem Gebiet machen. Das sieht noch ziemlich kacke aus, finde ich. Das werden wir später auch nochmal irgendwie ein bisschen aufhübschen. Oder wir werden alles umziehen, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Platz ist ja genug. So, wie viele Universitätsleute haben wir eigentlich? Es sind schon... Oh, wir haben schon 400 Schüler in der Uni.
auch mal gerade mit den anderen gucken. Bildung, Grundschule ist okay. Sekundarschule ist okay. College ist okay. Wir laufen hier gut durch. Hast du schon das Gebäude gebaut, das 3 Millionen frischen Abwasser braucht? 3 Millionen Frisch- und Abwasser? Welches Gebäude soll das denn sein? Nein, ich glaube nicht, dass ich das schon gebaut habe. So, aber jetzt machen wir endlich mal das Gebiet hier. beziehungsweise wir brauchen hier noch mehr. Muss der extra freischalten? Unter welchem Reiter ist das denn? Echt viel Fläche für die Einwohnerzahl. Meinst du jetzt bei mir hier oder bei den Bildern von Dragoni? Bildung. Der Hadron Collider wahrscheinlich. Naja, dann weiß ich, dass ich bei den Bildern. Dann weiß ich, dass ich den so schnell nicht bauen werde. So, aber jetzt hier nach. Nee. Wir müssen kurz umplanen. Wir brauchen. Ist das Recyclingzentrum deaktiviert? Wir brauchen Verarbeitung. So, Sondermüllsammelstelle, Sondermüllsammelstelle. Kriegen wir noch eine hin? Wir kriegen noch eine hin, wundervoll. So, dann machen wir noch eine Lagererweiterung. Oh, das ist nicht wahr. Hier auf den Millimeter genau geplant, Leute. Und Müllwagendepot. So. Kommen wir, glaube ich, so langsam in die richtige Richtung. Aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir verarbeiten 15 Tonnen und fabrizieren 139. Okay, da müssen wir ganz, ganz schnell noch was machen. Heißt, wir gehen in die Forschung. Oh, Verbrennungsanlage habe ich sogar schon erforscht. Klatschen hier mal eine riesen Verbrennungsanlage hin. Moment, nochmal Wind checken. Hier, wenn wir jetzt hier die Verbrennungsanlage hinsetzen, dann können wir das da drüben knicken. Aber da haben wir nicht so viel Platz. Oder wir erweitern uns hier runter Richtung Küste und setzen die Verbrennungsanlage irgendwo hier unten hin. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich glatte die kleinen Wohnflächen immer in die Gassen, da kannst du nichts falsch machen, selbst in der Nähe der Industrie, sondern Flächen musst du nur auf den Wind achten. Ja, ich freue mich gerade, ein schöner 4-Stack-Interchange wird jetzt gebaut. Yippie. Autobahnkreuze liebst du noch mehr zu bauen als im Vorgänger. Kreuze bauen ist schon geil, das habe ich in Cities 1 auch immer sehr geliebt. Das war so mein absolutes Highlight, so eine Riesenkreuzung zu bauen. Und hier haben sie es ja wirklich richtig vereinfacht. To bring you a special news bulletin. Increasing areas of forests are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until emergency services manage to get the fires under control. Ich habe kein Feuer gesehen. So, das ist die Müllverarbeitung. Ich glaube, da machen wir von hier aus eine separate Abfahrt. Nee. Hier gehen wir auch erstmal wieder mit dem Zeichentool ran. Das habe ich gelernt. Das funktioniert nicht, wenn man das einfach so über Abhänge baut. Das sieht viel zu doof aus. Das müssen wir, glaube ich, noch mal kurz überarbeiten. So. Dann sieht das hier wenigstens aus, als ob wir wirklich Müllberge hätten.
So, machen wir das hier ein bisschen weiter drüben. Das Ganze wirklich hier eigentlich, glaube ich, reinigen. Und dann gehen wir von hier irgendwie. Müllverbrennungsanlage kriegt eine schöne Aussicht. So, hier hinten in die Gegend. Schön outsourced. So, jetzt frage ich mich, wie viel Platz brauchen wir dafür? Müssen wir noch was machen? Das geht, oder? Jetzt muss die Straßenanbindung. Hä? Also Straßenzeichen. Also entweder bin ich gerade blind oder das Gebäude da unten ist. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Also, was können wir jetzt hier anbauen? Zusätzlicher Verbrennungsofen, check. Müllwagendepot, check. Lagererweiterung. Da werden wir jetzt hier richtig ordentlich reinknallen. Dadurch, dass es so weit weg ist, sollen da richtig viele Lager ran. Yay, Meilenstein 11. Love it. So, das sollte jetzt passen, oder? Und dann führen wir die Straße hier einfach unterirdisch fort. Weil, why not? Wenn jetzt betten wir das hier aber erstmal ein, bevor wir das machen. Man gewöhnt sich schon an die Grafik nach einer Weile. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon dran, wenn es hier neue LUTs gibt. Wenn man da was einstellen kann. Weil wenn ich mir überlege, wo ich Cities 1 dran drin habe, das ist halt grafiktechnisch einfach was ganz anderes. Es ist modern, ja, aber es ist nicht meins. Lass mich so formulieren. So. Hallo, ich will unter Tage, sonst nix. Kurve rein. Oh, das ist hier nochmal neu. Jetzt haben wir hier schon wieder so eine blöde Gap drin. Nö, will ich nicht. Ziehen wir das jetzt einmal ganz durch. Besser. Jetzt haben wir das Ding hier hinten angeschlossen. Jetzt brauchen wir noch den Stromanschluss. Den machen wir auch irgendwo hier in das Gebiet rein. Können wir nicht da hinsetzen. Zack. Gut, jetzt wo sind wir denn bei der Verarbeitungsleistung gelandet? Wir verarbeiten. Geht in die richtige Richtung, aber wir brauchen, glaube ich, noch eine. Wir arbeiten erst die Hälfte. Ich glaube,
Genau, die möchte ich dann aber nicht unten daneben setzen. Das machen wir dann hier oben. Hätten wir hier oben nochmal ein Gebiet ein. Müssen jetzt irgendwie die Straße da irgendwie hochholen. So, das müsste doch reichen. Dann sollten wir mit den zwei Dingern jetzt hoffentlich erstmal genug haben, wenn die voll ausgebaut sind. Zack, zack, wir hauen hier wieder jegliche Updates rein. Sollte eigentlich passen, ja. Die Straße wieder irgendwie. Och, ihr mit euren Flammen. Hier ein bisschen Platz. Oh, das ist jetzt tatsächlich mal ein richtiger Waldbrand, hä? Der hat schön viel Gebiet hier. Aber kommt auch nicht durch bis zu uns. So, entsprechend erstmal hier Fokus. Wenn wir jetzt hier noch so große Steinformationen hätten, die wir setzen könnten, dann wäre ich happy damit. Da müssen wir noch mal ein bisschen ran. So, besser. So, dich lassen wir auch direkt unter Tage. Der Streamer hat gesagt, beim Müll wäre es immer noch einfach, den Müll zu exportieren, weil die Gebäude wohl nicht richtig arbeiten oder gebalanced werden. Ja, ist wichtig. Das habe ich bei mir auch in der 150.000er Stadt gesehen. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, aber wir probieren uns trotzdem einfach mal. Warum? Oh, jetzt sag mir nicht, ich komme da nicht hin, weil 50 Meter... Das ist doch kacke. Ich komme nicht mehr an die Straße ran, weil 50 Meter das Maximum ist, wo ich runtergehen kann. Okay, liebe Entwickler, bitte beheben. Ich kann hier nichts anbinden. Die Straße ist lost. Ich kann sie noch abreißen, das geht. Ah, wo könnten wir da? Hier würden wir frühestens drankommen. Naja, in Anbetracht dessen, dass hier eh nur Müllwagen fahren. So what? Lassen wir es einfach mal so. Oh, das schließen wir jetzt einfach nur an die Leitung an. Geht es? Ja, geht. Ne? Hier bei den Leitungen finde ich super. Die kannst du überall connecten. Das klappt. So, und jetzt sind wir... Geht in die richtige Richtung. Vielleicht kriegen wir jetzt hier das Depot ein bisschen leerer. Das ist auch so ein Ding. Ich kann jetzt hier Sondermüllsammelstellen hinsetzen. Ich kann jetzt aber im gleichen Punkto das äußere Ding hier nicht wieder versetzen, weil die Sondermüllsammelstellen blockieren das. Ist jetzt erstmal. Hätten wir vielleicht vorher einebnen sollen. Geht es immer noch im Nachgang? Ich glaube fast nicht. Nee. Okay.
Erst einebnen, dann bauen. Dann müssen wir halt dann nochmal Geld reinstecken. Wurscht. Ich fände es auch genial, wenn man das hier neben noch erweitern könnte. Also nicht direkt ans Gebäude anschließen, sondern nebenan den Anschluss dran. Das würde ich feiern. Dann kann ich nämlich Gebäude noch individueller gestalten. So, hoffentlich kriegen wir das jetzt hier wieder so einigermaßen hin, wie wir das vorhin hatten. Das Snapping können wir, glaube ich, auch nochmal ausmachen. Das macht es einfacher. Also ich muss hier sagen, auf der einen Seite gefällt mir das hier schon ziemlich, ziemlich gut. Auf der anderen Seite hat irgendwann mal jemand gesagt, so ein Pinsel... Dass du das mit Pinsel einzeichnen könntest, würde ich auch fühlen. So eine Mischung, dass du sowohl dass du beide Möglichkeiten hast, sowohl hier die Gebiete mit dem Raster-System zu machen, als auch einen Pinsel, wo du die Gebiete einfach einzeichnen könntest. Dann machen wir das jetzt einfach ein bisschen größer. Wenn wir hier machen, wir wieder einrasten an. Ich glaube, wir richten uns einfach hier an das Gebäude so. Das ist in Ordnung. Und voilà. Auf magische Weise ist unser Müllproblem weg, weil die Mülldeponie ist leer und der Müll ist einfach futsch. Ich weiß nicht, haben wir den jetzt instant verkauft? Hat da irgendjemand drauf geguckt? Jetzt machen wir auf einmal statt einer Mille Plus, machen wir auf einmal richtig fett Minus. Autsch. Na, wir gehen aber in die richtige Richtung. Loki, wenn Bayern auch nur einmal verliert, so. Hä, wie kommst du jetzt auf Bayern? Fußball hat hier nichts zu suchen. Ich wäre bei den extra Gebäuden schon froh, wenn man die separat nochmal umsetzen könnte. Ja. Ja, auch so ein Ding, ne? Geht immer nur alles. Das wäre wirklich eine Erweiterung, dass die extra Gebäude wirklich extra sind und bleiben. Strafe zahlen fürs Müll entsorgen ins Meer. Wenn möglich. Aber ist egal, wir haben jetzt keine Müllprobleme mehr. Erstmal. Was ist hier? Die Feuerwehr, die haben wir auch ausgeschaltet. Es ist super, dass wir die Feuerwehr ausgeschaltet haben. Dafür ist unser Parkplatz abgebrannt. Ne, ist ein Wohngebiet gewesen. Okay, hab nichts gesagt. Machen wir trotzdem wieder an. So, und jetzt kommen wir vielleicht doch nochmal auf das Gebiet zurück, dass wir das irgendwann mal fertig kriegen. So, hier die kleinen Gewerbe sehen erstmal ganz cool aus. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen um Low Residential Wohngebiete kümmern. Ich glaube, die siedeln wir hier so ein bisschen außerhalb an. Und dass wir hier in dem Bereich eher so ein bisschen mit Residential gehen. Hier außen machen wir noch ein bisschen Low Residential rein. Aber ich glaube auch nicht viel. Einfach nur so ein bisschen. Und das wäre für mich auch so ein Ding, wo ich sage, da könnte man nochmal nachbessern. Zwar, wenn ich hier Gebiete setze, hätte ich die Zonen gerne so 50-50 aufgeteilt, dass die hier überall so ein paar so ein Teil dran sind. So hat jetzt hier die Straße 100% Zone und die Straße auf der Seite keine. Ja, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Variabilität.
So, aber egal, gibt Möglichkeiten, ne? Dann mache ich hier noch einen kleinen Parkplatz hin für, für den Gewerbepart. So. Und bevor wir anfangen, machen wir hier nochmal ein, zwei Parks rein. Ein kleiner. Den dahin. Dann haben wir hier noch einen Hundepark. Den können wir hier hinten. Dann können wir da hinsetzen. So, zack. Dragoni Loki, wenn ihr über Fußball sprechen wollt, macht das doch privat. Das ist immer ein Streitpunkt, egal, egal was. Weil jeder seinen eigenen Verein hat, ne? Von daher. So, jetzt das Gebiet hier erstmal ein bisschen weiterzeichnen. Mal wegmachen. Machen wir hier noch einen kleinen Gewerbepart rein, nur einen kleinen. So, hier ein bisschen. Das würde ich auf jeden Fall fühlen. Machen wir hier zwei kleine. Drei. Schöne kleine Gebiete. Egal, ich bin raus. Ach. Muss ja nicht. Aber wir sind ja hier beim Thema Cities, nicht beim Fußball. Gut, und jetzt geht's ran. Jetzt wollen wir hier ein bisschen Wohngebiete implantieren, wollte ich schon sagen. So, die zwei Straßen zu 50%, das passt. Ich glaube, wir machen hier einfach ein paar kleine Reihenhäuser hin. Wir gehen dann hier auch schon Gebiete ein. Wir machen auf der einen Seite machen wir nordamerikanisch, auf der anderen Seite machen wir europäisch. So, das können wir eigentlich bis hier hinten durchführen. So, da ruhig ein paar kleine, mehr will ich nicht. Dann machen wir das hier wieder weg. Die Gebiete haben es, glaube ich, gefressen. Mal später dahin machen. Machen wir hier einfach ein paar kleine Wohnungen noch mit rein. Davon wird ja jetzt hier viel verlangt. Schalten wir auch nochmal zwischendrin um, zwischen den verschiedenen Stilen. Ah, okay. Das connectet an die falsche Seite. Das müssen wir nochmal neu machen. Och, komm schon, echt jetzt? Muss ich alle Straßen hier boykottieren? Das hinkriegen. Sehr schön. Ist immer noch nicht. Nein, da will ich auch nicht. Okay, müssen wir die Straßen nochmal kurz wegmachen. Dann mischt sich die hier ein. Ach komm schon. So, jetzt aber. Okay, machen wir das Gebiet noch mal kurz neu. Jetzt machen wir einfach mal kurz zum Trennen rein. Und ich 90 Grad. Und jetzt brauchen wir noch hier die Straße. Hoffentlich funktioniert das jetzt ohne irgendwas abzureißen. Ah, Mann.
Nee. Ja, genau. Nee, das will ich nicht. So. Jetzt zumindest einigermaßen. Und das meinte ich letztes Mal, man konnte im ersten Teil Straße sagen, auf welche Seite die Fläche willst. Ja. Das hätte ich hier auch liebend gerne wieder drin. Oh. Das machen wir nochmal ganz kurz neu. Das sieht ein bisschen kacke aus. So. Besser. So, jetzt bringen wir hier noch ein bisschen Variation rein mit den Größen. Hier gerne größere. Aber auch wieder durchgemischt, verschiedene Stile. Ah, guck mal, das haben sie hingekriegt, dass die Häuser endlich wieder auf einer Ebene sind, nicht bis ins St. Nimmerleinstag runterhängen. Mega. Das ist schon mal viel wert. So, dann suchen wir hier. Jetzt kriegen wir es auf die richtige Seite. Nicht. Da ist wichtig. Wechseln wir nochmal den Stil. Komm schon. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Das hat mich tatsächlich hier bei dem einen Spiel auch nochmal Rage quitten lassen. Da will man schon extra schön bauen und dann funktioniert es nicht wegen irgendeiner Mechanik hier im Game. So, jetzt scheint es aber zu klappen. Okay. Und hast du den armen Hügel? Nee. Der muss weichen. Darfst du nichts mehr anschließen, straßentechnisch, sonst kannst du das alles wieder neu machen. Ja, ich weiß. Das ist so ein Punkt, das riecht mich immer noch ein bisschen auf. Aber ich sag mal so, die Leute sind dran, es wird gemacht. Ich lasse mich überraschen, was bei rumkommt. Und es gibt ja trotzdem sehr, sehr viele Punkte, die sehr, sehr gut sind, ne? So, hier mal nochmal wechseln. Wunderbar, funktioniert doch. So, und dann werden wir jetzt hier aber tatsächlich auch so mal mit den Fußwegen arbeiten. Man, das macht gerade in so Gebieten, denke ich, Sinn, dass wir hier viel mit Fußwegen uns connecten. Nehmen wir hier einen ein. Bitte. Yay! Naja, ist okay. Ich glaube, wenn wir den jetzt hier weiterführen, geht's, oder? Nein, geht nicht. Okay. We will fix that. Ist okay. So, hier das Gebiet auch wieder nervig. Gerne hier dran, perfekt. Nur hier nur ein Gebäude hin. Oder meinetwegen zwei. So, wo machen wir noch Straßenconnection? Das ist ein bisschen schade, an die Roundabouts kannst du das nicht anschließen. Ich verstehe zwar nicht ganz warum, aber...
funktioniert nicht. Oh, ist okay. Aber war doch blau. Du meinst jetzt? Ja, weil der Roundabout dann verschwindet. Der connectet es dann zur Straße und wird deswegen blau. Aber der Roundabout verschwindet. An den Roundabout selber kannst du das nicht anschließen. Ich weiß zwar nicht warum, ob das gewollt ist oder nicht, aber es geht halt einfach nicht. So, hier machen wir auch noch eine Connection. So, wir können jetzt mal gucken. Ja, hier siehst du, klatscht der sofort raus. Der sagt, Computer sagt nein. Mag er nicht. Roundabouts mögen sich nicht. So, und da hinten machen wir dann später weiter. Apropos Roundabout, da oben könnten wir noch einen kleinen reinmachen. Und ich muss sagen, das ist was, was mir hier dann wieder richtig gut gefällt bei diesem Spiel. Hier diese Mixed Themes, dass ich da instant eher auch beim Gebiet auswählen schon sagen kann, was ich gerne hätte. Später, wenn es dann, keine Ahnung, 5, 6, 7 verschiedene Themen gibt, dass man die hier alle aufgeführt kriegt und ich exakt den Gebäuden sagen kann, was möchte ich genau an dieser Stelle haben. Ohne große Themen für Gebiete festlegen zu müssen. Supergeil. Ich stimme, wie überdimensioniert die vorgefertigten Interchanges sind. 4 Stacks selbst geworden, 25% kleiner als das vorgefertigte. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wenn ich hier die U-Turn, also ne, warte mal, nicht die U-Turn, die Trompetenkreuzung allein nehme, ne? Ja. Wobei ich sagen muss, die geht noch, ne? Von der Größe her, die ist noch human. Aber... ich nehme halt einfach mal die komplette Map mit einer Kreuzung ein. Hier los. Mit was hast du bitte gecrashed? Wollte der ein paar Wheelies machen, ist hier gegengeknallt wahrscheinlich. Okay, hier werden wir nochmal nacharbeiten. Ich hoffe, ich kann die so weit aufrüsten, wie ich das gerne hätte. Können wir hier drei Spuren machen? Das geht nicht. Ja, das hier reißen wir mal kurz weg und dann sollte ich doch hier auf. Ja, müssen wir das auch wegmachen. Why? Ich kann sie nicht mal abreißen. Ist ja geil. Das ist ja heiß. Müssen wir also noch mal ran. Mal gucken, ob ich das Pi mal Daumen... Nee. Nicht mal ansatzweise. Na komm, das ist doch gar nicht mal so schlecht, Leute. Bin ich mal gespannt. Funktioniert es jetzt besser oder nicht? Kann sein, dass wir hier nochmal kommen. What the? Thank you.
ne, wenn man vorgefertigte Kreuzungen nimmt. Okay, das geht gar nicht. War jetzt eigentlich nicht der Plan, aber wenn ich das sehe, das kann ich nicht so stehen lassen. Ne, hier auch. Das geht nicht. So, dieses Stück haben wir frei. Wenn ich hier den Kram bis hierhin abreißen. Den machen wir auch mal weg. Jetzt lasst mal kurz überlegen, wie man das am sinnvollsten in diesem kleinen Bereich baut. Ich glaube, wir machen es wirklich ganz simpel. Großen Kreisverkehr ran. Bei der Straße reicht es, wenn du den Anfang und das Ende anvisierst, dann geht die Straße zwischen auch weg beim anderen abreißen. Okay. So. Führen die Autobahn, führen wir oben drüber. Können wir das hier oben noch mal einigermaßen weiterführen. So, 10, 12, 5. So, kriegen wir das jetzt hier bis nach unten. Sollte auch nach unten gehen, wenn ich das möchte. Jetzt. Weil wir wollten, musst du ja jedes anvisieren. Drei Gründe, warum man Kreuze selber bauen sollte. Erst stand der Kreuz zu groß, zweitens zu ineffizient und drittens macht so viel Spaß, selber welche zu bauen. Ja, stimme ich dir in allen drei Punkten zu. Aber es gibt halt auch Momente, dann ist man einfach mal faul. Oder will auch mal was anderes ausprobieren. Okay, wir machen das, glaube ich, mal anders. Wir arbeiten hier mit dem Parallel Tool. So, zack. Der Bereich soll glatt sein. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir es wenigstens identisch. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. So. Dann upgraden wir hier die Straßen auf 3 Spuren. Downgraden die hier auf 4 Spuren in der Mitte. Moment, das hier aus. Dann können wir das auch mittig setzen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, kriegen wir die eine Spur hier ordentlich dran? Achso, ja, hier, Dual aus. Nö. Müssen wir noch ein bisschen tiefer machen.
So, also. Wir hatten vorhin 12,5. Probieren wir es mal mit 10. Dann fangen wir mal hier an. So. Ach man, muss ja wieder umstellen. So, jetzt aber. Dann das Upgrade auf 3. Hopefully passt es jetzt. Ich brauche nur Partial Global Leaf, Trompete und Frostlock Interchange. Vielleicht mal Diamond. Ich versuche immer jede Kreuzung so individuell wie möglich zu gestalten, weil ich finde, du kannst da einfach so viel mehr Optik rausholen. Teilweise sind die völlig übertrieben. Teilweise auch nicht, ach Mann, nicht so hundertprozentig effizient, wie sie sein könnten. Aber ich habe da einfach Bock drauf. Okay, wir ziehen das hier, glaube ich, noch ein Stück zurück. So, jetzt aber bitte. Nicht perfekt, aber ist in Ordnung. Das sieht gut aus. Okay, jetzt haben wir hier schon mal wesentlich effektivere Kreuzung als noch vorher. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Kreisverkehr für die Leute hier, dass die auch drehen können. Dazu machen wir einfach da einen hin. Von hier gesehen, so ist alles tutti. Nee. Machen wir den Kreisverkehr einfach hier hinten hin. Das ist wurscht. Warum? Ich hätte ihn gerne etwas näher, bitte. Please. Give it to me. Das verstehe ich nicht. Okay, Spiel. Teach me, please. Wenn ich das mache, kriege ich hier einen Kreisverkehr rein. Sobald ich das hier abreiße, geht der Kreisverkehr wieder weg. Warum? Das geht auf die Stoßdämpfer. So ein bisschen, oder? So ein bisschen. Die Kreisen nerven mich, weil ich nicht einstellen kann, wie viele Spuren wohin gehen. Ja, das kommt alles. Das kommt alles später mit den Mods noch. Ich verstehe jetzt wirklich nur nicht, warum der Kreisel hier weggeht, wenn ich die Straße abreiße. So, jetzt bleibt er da. Probieren wir das mal. Und wenn ich die Straße hier connecte, ist er wieder weg. Gut, dann machen wir das so. Fertig. So, wichtig. Wollen wir jetzt hier weitermachen. Die ganzen Fußgänger überwegen. Ich komme noch weg. Auch keine Sau. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wie sehr die Kreisel benutzt werden. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt hier jetzt, beziehungsweise momentan können sie noch in jede Richtung fahren. Die Ampel machen wir auch mal weg. Roundabouts sind toll und wenn er zu wenig Spuren hat, ja, dann muss man halt kreativ werden und andere Lösungen finden. Bei den Abfahrten Linksabbieger verbieten,
Ja, ich müsste eigentlich hier auch Linksabbieger verbieten, dass die da nicht draufkommen. Aber tatsächlich sehe ich dafür den Moment noch keinen Bedarf. Wenn es sich hier irgendwann deswegen staut, würde ich das nochmal anpassen, aber so ist es für den Moment eigentlich in Ordnung. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist hier Parken verbieten. Und da will ich keinen haben, der da parkt. Yes. Wir lassen es erstmal so. Ich habe da noch ein, zwei Ideen, wo man eventuell noch was umbauen könnte da an der Ecke. Aber wir machen vielleicht einfach endlich mal hier mit dem Gebiet weiter. Das wird irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich gerade von mir behandelt. Ich sage, ich will was machen und habe dann doch wieder drei, vier andere Sachen im Kopf. Wenn wir das hier vielleicht so, dass alle drei bestehen bleiben. Ja, zumindest teilweise. Das passt aber. Sehr schön. Ist eigentlich schon die Funktion genutzt, dass man eine Straße direkt über eine anderen bauen kann? Jein. Das habe ich mit Gleisen genutzt. Und das funktioniert, glaube ich, auch nicht bei jeder Straße. Über eine Autobahn kannst du, glaube ich, nichts bauen. Ne, über eine Autobahn geht nicht. Ne, hier sollte eigentlich. Sollte eigentlich. Ja. Das funktioniert. Oh, wer ist denn da? Ich bin begeistert. Eine Wobberty. Einen wunderschönen guten Abend. Damit fühle ich mich jetzt dreifacher Linksabbieger persönlich angegriffen. Hi, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Als dreifacher Linksabbieger. Naja, das ist doch hier mein Kreiselrennen fahren, ne? So, und jetzt kommen wir nochmal hier auf das Viertel zurück. Wir brauchen hier endlich mal ein bisschen Zeit dafür. So, wir haben hier neben eigentlich noch Platz zum Bauen. Wir gehen noch mal in die Forschung rein. Ich glaube, ich habe Bock auf hier die ganzen Parks. Wir schalten jetzt mal hier die ganzen Parks frei. Wir machen da ein bisschen was. Und Touristenattraktionen auch. So was. Brauchen wir zwar noch nicht, aber was man hat, hat man. So, dann machen wir nämlich jetzt hier... Oh, der passt. Als ob ich es geahnt hätte. Passt der Skatepark perfekt hier in die Ecke rein. Mann, ist das geil. Läuft. So, dann machen wir hier nochmal ein paar Wohngebiete. Dann machen wir hier zwei größere. Ja. Wenn denn dann gleich mal jemand einziehen will. Aber die haben da eigentlich keinen Bock einzuziehen, wenn ich das richtig sehe. Warum die hier nicht einziehen wollen, ist mir allerdings ein Rätsel. Das fühle ich angegriffen, du bist überzeugter Rechtsabbieger. Eieiei, Leute. Hello, Dave. Bitte schreien, wenn ich jemanden vergessen habe. Exo, machst es dann einfach. Hi, everyone. Hi, Exo. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe gerade nicht, warum die hier nicht hinziehen wollen. Was ist an diesem Gebiet so böse? Hier hinten auch nicht. Unverständlicherweise allerdings. Jetzt ziehen sie aber ein. Zumindest einer.
Will ich hier? Und da? Da? Das ist so schön. Ah, guck mal, da haben wir es. Jetzt. Hat einfach ein bisschen gebraucht. Wie geht's? Wie steht's bei euch allen? Naja, du hörst es vielleicht bei mir. Ich bin so ein bisschen angegriffen noch. Aber ich hoffe, das habe ich auch bald überstanden. Würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Deswegen geht's heute Abend auch nicht so lange wie gewohnt. Aber ansonsten alles gut. Dankeschön. So, vielleicht machen wir hier tatsächlich noch ein paar Geschäfte hin. Wir brauchen eh ganz viele noch. So, die hätte ich auch bitte gerne alle auf der Seite. Yes, genau so. So, und auch hier wieder schön viel Variation mit rein. Den Platz hier neben können wir dann für Fußgängerwege nutzen. Sehr schön. Also ich denke, hier auf das Gebiet freue ich mich momentan mit am meisten. So, wo sind hier die Straßen angebunden? Ja, auf der hier unten. Also das Menü, das hätte ich auch gerne etwas weniger grell. Wenn zufällig irgendwann der gerade zuguckt, der was zu sagen hat. So. Machen wir hier nochmal Wohngebiete oder machen wir hier vorne vielleicht noch ein kleines Gewerbe mit rein? Ne, ich glaube, wir machen Wohngebiet. Jetzt nehmen wir nochmal das Thema. Nee. Der will da nicht, okay. Die Nachbarn wollen Abstand voneinander haben, so soll es sein. Die kleinen Wohngebiete brauchen keine Geschäfte in der Nähe, je weiter weg die von der Stadt sind, umso besser. Dann hoffe ich mal, dass nicht wieder eine neue Erweiterung der Sammlung von deinem Junior ist. Ja doch, was denn sonst, Woberti? Der ist sehr teilungsfreudig. Das mag sein. Aber ich finde es einfach von der Variation her wesentlich angenehmer, dass du da Gewerbe drin hast. Ich habe ganz am Anfang des Streams, wir können das ja jetzt einfach nochmal machen, speichere mal kurz, Stream 2. Ich habe mich bei anderen Streamern mal ein bisschen durchgeguckt und auch was für Möglichkeiten du quasi hier mit Cities 2 gerade geboten kriegst. Und habe mich mal an einer komplett detaillierten Stadt versucht. Und da auch mit sehr, sehr viel Variation gearbeitet, was die Gebäude betrifft, sei es jetzt Büro, sei es Gewerbe, sei es Wohngebiete, Themen durchgemixt. Und dabei ist eben das hier rausgekommen. Und ich finde das so genial, hier mit diesen Unterschieden. Hi, Mystik! Hier mit diesen Unterschieden, mit den verschiedenen Gebäuden, mit der Gebäudegröße, mit der Durchteilung. Und dass ich gesagt habe, das will ich jetzt für mich auch auf Cities überhaupt mal anwenden. Na, weil du damit so viel Variation in deine Stadt reinbringst, so viel Optik, nicht dieses standardmäßige, ich sag jetzt mal 4 auf 4 bauen. Und das tut einfach auch dem Auge gut. Also wenn ich jetzt hier dieses kleine Fleckchen sehe, ich glaube, der Part hat mich jetzt hier insgesamt schon 5 Stunden gekostet oder so. Also da habe ich richtig lange dran gesessen. Dann ist es eigentlich für mich persönlich eher so das Bild, was ich von Cities Skylines 2 habe, als so wie der Standardbau. Und so ein bisschen mehr in diese Richtung möchte ich jetzt auch mit der Streamtown gehen. Deswegen hier auch die Gebietsdurchmischung mit Gewerbe, wo ich sie vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig brauchen würde. So, Mystik, wie geht's dir mal lieber? Schön, dass du reinschaust. Ist eher gut oder schlecht, wenn die Stadt zu 50% aus Schulen besteht, weil die alle nach 5 Sekunden direkt voll sind. Ist auch noch ein Bug aktuell. Das soll wohl in absehbarer Zeit aber behoben werden. Ganz gut, das freut mich. Schön, dass du da reinschaust, mein Lieber. Ich glaube, wir haben hier oben auch noch ein bisschen Platz für Gewerbe. Dann kriegen wir das nämlich auch noch ein bisschen, beziehungsweise wir könnten nicht ein Wohngebäude. Ja, warum eigentlich nicht?
Wir machen noch ein paar Gemächte hier oben mit rein. Sollten auch entstehen, auch wenn Gewerbe gebraucht wird. So. Hab auch versucht, Cities 2 zu spielen. Aber das hört sich so nach einem ganz, ganz großen Aber an, mein Lieber. So, und wir haben hier oben haben wir einen Bürgersteig. Ich glaube, den möchte ich jetzt nutzen, um da mal eine Connection zur Stadt hier unten hinzukriegen. Dann machen wir das hier hin. Und vielleicht einfach mal die hier. Ein Problem hat der hier hinten mit dem Anschluss. Obwohl, ich glaube, das ist ein bisschen too much, oder? Sieht cool aus, ist aber, glaube ich, ein bisschen too much. Probieren es mal damit. So. Ich glaube, das gefällt mir. Das können wir so lassen. Es nervt mich nur gerade, dass sie anfangen zu meckern, dass es laut ist und dass die Gesundheitsversorgung schlecht ist. Das ist auch gebuggt. Das wird auch in absehbarer Zeit noch behoben. Habe ich ein Video zu gesehen, da meckern die teilweise, wenn die direkt neben einer Klinik wohnen und die Klinik kein Auto im Einsatz hat oder ein Auto im Einsatz. Das wird auch noch behoben, da ist einiges noch im Argen bei dem Spiel. Ich denke, da werden sie einfach noch eine Zeit brauchen, um das zu fixen. Ich hoffe nicht zu lange. Wie machen wir das? Könnte ich hier den Part nutzen? Sagen, stopp, da. Nee, warte mal, das hätte ich gerne gerade. Mein, why not? Ist auf jeden Fall ein Hingucker. Nur ein bisschen, Rave. Nur ein bisschen. Ja, es ist halt, wenn man ehrlich ist und das Gesamtkonzept von dem aktuellen Status quo von City Skylines nimmt, dann ist City Skylines aktuell eher in der Early Access Phase als in einem Vollversion-Release, weil es ist einfach sehr, sehr viel, was so in der Art und Weise wahrscheinlich von den Entwicklern noch nicht berücksichtigt wurde, noch nicht bekannt gewesen ist und, was jetzt nach und nach gefixt werden muss. Ich weiß nicht, so roundabout ein halbes Jahr, um ein gut weg Ergebnis zu haben, dass man sagen kann, jawohl, City Skylines 2 von vorne bis hinten ziemlich geil. Ja, du siehst, von Anfang an war schon das Potenzial, was dahinter steckt, aber per se kann es noch nicht voll abgerufen werden. Aber warten wir mal ab. Also ich denke, da kommt noch einiges. Ich bin positiv gestimmt. Schlimmste ist, alle beschweren sich bei mir über Büllwerke, obwohl ich genug Kapazität habe. Muss noch so viel getan werden. Ja, auf jeden Fall. Ne? Drei von 20 aktiven Fahrzeugen. Und die können hier den Müll nicht abholen, ne? Bestes Beispiel. Ist halt so. So, die beschweren sich über hohe Mieten. Da könnten wir, warte mal, was haben wir für ein Plus? Wir machen einen Plus von 100.000, das ist nicht so viel. Dann würde ich doch vielleicht momentan eher mal auf den Trick zurückgreifen. Wo haben wir denn die meisten parkenden Fahrzeuge?
im Tom West Fünftel. Machen hier einfach mal die Parkgebühren 50 hoch. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gefixt haben oder ob das noch geht. Machen wir hier die Parkgebühren einfach mal hoch. Ich glaube, hier oben können wir das auch machen. Ja. Dann machen wir hier nämlich ein bisschen mehr Plus damit. Hier können wir auch nochmal anpassen. Dann können wir jetzt hier einmal ins Budget reingehen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, was für... Das ist Low Residential, das ist Low Residential. Ein bisschen Gewerbe, das ist eigentlich alles das Low-Zeug. Gehen wir mal in die Besteuerung rein und sagen... Die Unausgebildeten zahlen einfach ein bisschen weniger. Hier könnten wir auch noch, ja, Gewerbe ist noch nicht ganz gefixt, da bleiben wir draußen, aber das könnten wir mal hier. Schlecht ausgebildet auch. So. Mal gucken, ob das reicht. Das Gebäude ist auch viel zu weit weg von der Mülldeponie. Ja, also, ne, also die müssen hier Kurven fahren, die müssen hier... Wobberti, das ist eigentlich dein Ding. Einmal links, zweimal links, dreimal links. Ne, du dreifache Linksabbiegerin. Bitte den Müll abholen. Ja, es muss noch einiges gemacht werden. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier genau da mal ansetzen. Hier gibt es so ganz tolle. Nehmen wir den hier irgendwie unter. Nee. Jetzt hier irgendwas Kleines. Botanischer Garten. Gab es nicht noch irgendwas Kleineres? Was Kleineres. Oder was haben wir hier? Hier haben wir eine Bronzestatue. Ein Aussichtsturm, der ist auch ein bisschen too much. Mittelalterliche Burg, too much. Wasserpark. Dann machen wir hier mal die Bronzestatue einfach mal rein. So, hier, ne? Man passt doch zur Universität. Dann haben wir hier unser Highlight für unser Gebiet. Ne? Die Glatze trägt die Glatze. Verdammt, Rafer hat rausgefunden, wo ich wohne. Nein, don't do it. So. Können wir mal hier in die Übersicht gucken, was passt denn? Unbesetzte Gebäude, Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen, Steuern. So, Stadtbestimmungen, Hochgeschwindigkeit, Resozialisierung, Stadtwerbung. Knallen wir einfach mal rein. Geht doch. So, machen wir unsere Stadt mal etwas attraktiver. Was für... Irgendwo war doch hier eine Übersicht wegen Jobs. Was für eine Arbeitslosigkeit haben wir denn? Boah, wo war das denn? Haben die da auch Internet? Müssen wir mal gucken gleich. Jetzt wird mich hier eher gerade nochmal das Ding mit den... Da, Arbeitsplatzverfügbarkeit. Wir haben eine... Wir haben offene Stellen von 4000. Also dürften wir eigentlich gar keine Arbeitslosigkeit haben. Aber irgendwo konntest du das genau nochmal sehen. War das hier irgendwo im Budget? Irgendwo habe ich gesehen, dass da ein Punkt war mit Arbeitslosigkeit. Fragt mich aber jetzt nicht. Wenn es irgendeiner weiß, gerne mal Backseat Gaming. Ach da, guck mal hier. Wer lange genug sucht. 13% Arbeitslosigkeit, obwohl wir so viele Freistellen haben. Finde den Fehler. Wir werden einfach die Industrie wieder ausbauen müssen. Wie so oft schon. Aber naja, wir haben hier hinten noch ein bisschen Luft.
So, also wenn denen das gleich an Industriegebieten nicht reicht, weiß ich auch nicht. Das ist auch noch so ein Ding. Da müssen die Entwickler nochmal ran. Wenn die sich dauernd Gesundheit und Wohlstand beschweren, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, die haben zu viel. Gut möglich. So, Briefkästen könnten wir hier tatsächlich noch mal ein paar bauen. So, machen wir hier auch. Ja, hallo? Warum hat das nicht geklappt? Da wird ein Briefkasten. Da wird ein Briefkasten. Da ein, da ein. Ja, die Industrie will auch Briefkästen, schon klar. So, feiert euch. Da hinten brauchen wir noch welche. Und hier ein zentraler Briefkasten für alle, die mal hier hinten vorbeikommen. So, fertig. Los. Da können wir noch einen reinsetzen. So, und Internet? Ja, also wenn das mal keine ordentliche Internetanbindung ist, dann weiß ich auch nicht. Die ist also mehr als in Ordnung. So, wir brauchen Gewerbegebiete. Ich glaube, dann machen wir hier oben einfach nochmal ein bisschen was rein. Haben wir einmal Gewerbe. Machen wir nochmal hier nebendran. Hier können wir noch ein paar Gewerbehochhäuser machen. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological rewards. Vergiss nicht die Müllverbrennungsanlage, sonst kriegen die keine Beschwerdebriefe. The actual rewards enjoyed. For example, consider capital. Ja, die machen da hinten ja ordentlich Arbeit. Certain metrics, perhaps, yes, in the gute short Strom. Term. I like the sound of that. But what we are discussed. Industry in the region is on the rise, and when so. Die machen hier hinten ordentlich Arbeit. Wir haben noch Platz. Können wir gerade mal gucken, wie sieht es mit der Umweltverschmutzung aus. Ja, also hier würde ich... Was ist denn hier hinten los? Hä? Das ist sehr interessant. Aber hört auch exakt an der... Haben wir hier wechselnde Windrichtung? Wir haben hier tatsächlich wechselnde Windrichtungen. Das ist ja crazy. War da nicht Waldbrand angeblich? Das kann sein. Das Spiel verwirrt mich. Im Moment mache ich minus 46.000 dann auf einmal 9k. Ja, es ist schon bei Cities 1 so gewesen, dass du da teilweise riesengroße Unterschiede hattest bei den Einnahmen. Aber wie gesagt, es ist auch noch nicht alles zu hundertprozentig fertig. Von daher, da wird noch in Zukunft einiges kommen. Na, hier genauso die Gebäude. Keine Straßenanbindung. Why the fuck, du stehst an der Straße, sonst wärst du gar nicht erst gebaut worden. Kommt alles. Kommt alles normal. So, Industrie
wird schon wieder nachgefragt, warum auch immer. Egal, machen wir hier mal weiter. Das Gebiet muss wachsen, also der Part hier hinten sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wir gehen jetzt hier hin und pflanzen da noch mal ein paar Bäumchen. Vielleicht machen wir das Gebiet hier so ein bisschen fichtentechnisch angehaucht. So, und weil wir hier im Stadtgebiet sind, hätte ich auch gerne gepflegte Blumenbüsche drin. So, noch ein paar Linden mit dazwischen. Bräuchten wir jetzt noch fast die Lindenstraße im alten ARD und ZDF. Ich weiß nicht, wo ist die gelaufen, ARD oder ZDF? Kennt einer von euch überhaupt noch die Lindenstraße? So, und dann werden wir hier nochmal mittlere Dichte mit reinfließen lassen. Wenn denn da irgendwann mal da stehen sollte. Wir können ja nochmal in der Übersicht gerade mal gucken. Umgesetzte Gebäudeverfügbarkeit. Das verstehe ich nicht. Wir haben hier so viele Arbeitsplätze. Die sind immer noch pisst hier wegen irgendwas. Die Steuern sind gar nicht mal so hoch. Ah, guck mal, da wird schon gebaut. So, und dann haben wir hier den Platz. Hier würde ich dann tatsächlich noch ein paar Reihenhäuser reinpflanzen. Dann nochmal den Stil ändern. Machen wir hier auch noch mal ein paar Reihenhäuser. Fangen wir hier an. Hätte ich auch gerne noch ein paar Reihenhäuser. Da nicht. Ja, kommt langsam aber sicher. Dann setzen wir jetzt hier vereinzelt nochmal Low Residential dazwischen. Was die Größe hat. Wir sind die hier dran angeschlossen. Na, mal gucken. Da kommt's. Wir machen mal ein bisschen schneller. Wir müssen das ja nicht so langsam laufen lassen die ganze Zeit. Why not? Dann. Ich glaube, die sind dann beide angeschlossen. Wir könnten hier hinten nochmal Fußgängerweg ziehen. Wo kriege ich den? Ja. Sehr schön. So, dann hier vorne die Gewerbegebiete wachsen. Deswegen, ich hätte hier vorne eigentlich gerne noch ein paar Büros, so ein paar kleine. Und hier noch ein Büro, ein kleines Gewerbegebiet. So. Hier ziehen wir nochmal einen Strich durch. Trotzdem nicht. Ne, snappt nicht gerade an. Schade. Haben wir hier hinten eigentlich schon eine Feuerwehr? Ja. Polizei. Kriminalitätserfolgrate von 75%. Okay, ich glaube, wir haben den Fehler gefunden, warum die Leute nicht einziehen wollen. Wir haben zu viele erfolgreiche Kriminelle. Dann müssen wir da mal gegen vorgehen.
Und setzen hier einfach mal 2-3 Polizeistationen mit hinzu. Hier unten haben wir ja eigentlich eine. Das sind 3 von 6 aktiven Wagen. Aber trotzdem mal ein paar mehr. 3 von 12. Das sollte jetzt reichen, hoffe ich. Ja, kriegen wir hier. Da kommt die Nachfrage. Da kommt die Nachfrage. Ah, oh, Leute, das sieht gut aus. Jetzt habe ich hier gerade wieder ein bisschen Bock auf Details. So, dann müsst ihr jetzt durch. Da wünsche ich mir auch ganz, 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 ganz schnell wieder das Propline-Tool. Man solche Sachen in Rekordgeschwindigkeiten machen kann. Na. Ist doch geil. So, haben wir hier noch, wo wir ein bisschen detailen können. Hier haben wir noch viel Platz. Da ist aber schon ein bisschen was drin. Nehmen. Tiefer ist zu groß. Birke. Au. Au, auch komm schon. Irgendwas. Da. Dichten. Und hier neben noch ein paar hin. Das ist ein bisschen klein. Also ich finde es ja genial. In dem einen Video, was auf dem Discord gepostet worden ist, ist ja nochmal eine Einsicht in den Developer-Mode drin und was theoretisch an Mods etc. pp. Alles hinzukommen kann. Und das ist ja schon mal zum einen wesentlich einfacher gemacht als bei Cities Skylines 1. Ja, dass du beispielsweise Rico, Propline Tool, Anarchy etc. pp. Hier als Mod implementieren kannst. Und da freue ich mich echt so mega drauf, wenn die alle da sind. Sehr schön. Also mittlere Dichte brauchen wir noch ein bisschen. Da können wir, glaube ich, einmal kleine Dichte hinmachen. Hier so ein kleines. Machen wir hier 2 mit mittlerer Dichte hin. Und mal ein kleines und hier ein größeres. So, hier neben würde ich, glaube ich, eher lieber wieder Reihenhäuser haben. European Style auf der Seite. American Style auf der anderen. Und hätte ich gerne etwas mehr davon. Heißt, wir werden das Gebiet hier wieder abtrennen. Yes, danke. Genau da will ich sein. So, genau. Dann haben wir gesagt, hier machen wir geschlossene Wohnanlage. So, Parkgebühren. Machen wir jetzt einfach. Recycling. Geschlossene Wohnanlage. Bewusster Energieverbrauch. So, das sollte hier auch nochmal einen richtigen Push geben für das Gebiet. Hier vorne können wir manuell einfach nochmal einen schönen großen Park einsetzen oder so. So, hier, was machen wir hier hin? Ich glaube, da machen wir auch noch ein bisschen Low Residential rein. Springt zurück. Jetzt müssen wir mal abwarten, wenn wir hier was reinsetzen, ob es dann bleibt. Why? Spiel, please. Müssen wir echt den Fußgängerüberweg hier lassen.
Nee. Dann könnten wir jetzt hier noch ein paar Banken, Banken dran setzen. Dann wär's das. So, dann. Dann müssen wir uns das eben hübsch machen. Warum sind die ADs wieder drin? Habe ich doch rausgemacht vorhin. So, das hier ist der blömische Weg. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür er da ist, aber er ist da. Na gut, wir wissen ja, wofür er da ist, damit das eine Gebäude hier neben kommt. So, vielleicht ein bisschen mit Kiefern. Ja, haben wir genug Platz. 2. Und einen Hickory kriegen wir noch rein. Das ist doch gut. So, dann müssen wir das Gebiet hier noch erweitern. Wieder zurück. Wie machen wir das? Star. Star. So, machen wir hier einfach nochmal Fußgängerüberweg hin. Können wir den eigentlich mit dem hier connecten, ja? Und hier hinten brauchen wir den 2 nicht. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das Gebäude hier tatsächlich behalten will. Ich glaube, das machen wir weg. Da machen wir einfach auch noch ein paar Reihenhäuser. Ja, es wächst. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fire. Dankeschön. Und hier haben wir Probleme schon wieder mit der Gesundheitsversorgung. So, wir haben... Oh, da müssen wir tatsächlich was machen. Wir haben eine Kapazität von 325 und haben 288 Kranke. Aber hier fahren auch überall die Krankenwagen lang. Ne? Das ist auch so ein geiles Ding, ne? Dass man die hier rumfahren sieht. Aber die kommen, glaube ich, auch überwiegend von außerhalb. Hinten haben wir kaum... Ja, unsere Krankenversorgung ist vielleicht nicht unbedingt die beste. Machen wir hinten noch so eine kleine Klinik rein. Klappt nicht ganz. Wenn wir die vorne in die Nähe von der U-Bahn machen, geht es. Geht so ein bisschen... Unter. Na, ich glaube, die machen wir woanders hin. Die möchte ich schon gerne so ein bisschen sehen. Auch hier vorne, ne? Joa. Oh, okay, und die Krankenwagen strömen gleich raus. Alles klar. Dann können wir hier, müssten wir eigentlich noch Platz für eine Erweiterung haben, oder? Nicht ganz. Aber hier neben. Ja, komm, machen wir, was soll's. Ja, dann machen wir noch ein paar Krankenwagen hinzu. 4 von 10. So. Wobei, ich muss sagen, mit dem offenen Parkplatz gefällt mir das Gebäude besser. Ich hätte hier das weitere Depot, hätte ich gerne irgendwie weiter hinten angeschlossen oder so.
Aber in Ordnung, ich will nicht meckern. So, was haben wir denn hier neben? Haben wir noch einiges an Platz. Jetzt die Frage, wir haben hier die ganzen Einzelgebäude. Wir haben hier schon eher Reihenhaus. Jetzt müssten wir hier die Straße noch irgendwie ein bisschen mit einbauen. Ja, bin am überlegen, ob man dann hier Reihenhaus oder die Einzelhäuser reinmachen. Ja, ich glaube, mit Reihenhaus können wir knicken. Dafür sind die nicht durchgängig genug. Machen wir hier Einzelhäuser. Was ist mit denen hier? Sind die doch hier dran angebunden, ja. So. Damit hätten wir das Gebiet, denke ich, auch genug gefüllt. Ein Sportpark könnten wir noch machen. Was haben wir denn hier alles? Ach, jetzt habe ich das ganze Radio stumm geschaltet. Ich wollte doch eigentlich nur die Werbung stumm schalten. So, Sportpark, Tennisplatz. Freiluft-Fitnesspark, Skatepark haben wir schon einen. Basketballplatz, den würde ich eigentlich eher hier oben sehen. So zwischen den Hochhäusern. Ich glaube, das kommt ganz cool. Machen wir hier noch so einen Freiluft-Fitnesspark irgendwo hin. Großsportplatz, American Football Field. Das würde sich hier unten bei der Uni wahrscheinlich anbieten. Machen wir mal, wenn wir das... Nee, stopp, stopp, stopp. Können wir nicht, können wir nicht. Hier haben wir Platz für die Uni-Erweiterung. Geht, stimmt, da war ja was. Wir machen ja hier die Uni-Erweiterung hin. Hier beschweren sich immer noch über Müll. Na gut, sagen Sie mal. So, ich hoffe, die werden noch ein bisschen höher. Oh, die sind schon Stufe 3 und sind noch so mini. Das ist krass, was das für einen Impact hat, wie groß man die Gebiete zeichnet, ne? Okay. So, wir haben jetzt aber noch ein bisschen Platz für Medium Residential. Ich glaube, das würde ich gerne hier an die Straße hinklatschen, dass wir so ein bisschen Unterschied von dem Großen auf das Kleine haben. Die dürfen ruhig ein bisschen größer sein. Aber auch gucken, dass wir Variabilität drin haben. Hier nochmal. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Platz? Dann haben wir hier noch zwei Gebäude mit Gewerbe unten drunter. Beziehungsweise das können wir ruhig hier so groß zeichnen. Dann haben wir hier optisch auch nochmal einen kleinen Unterschied. Und, stopp. Sorry, du musst nochmal weg. Du musst nochmal weg, du musst nochmal weg. Hier machen wir noch ein anderes Thema rein. So, und jetzt macht mal. Die Stadt hat die beste Internetanbindung aller Zeiten. Ich kann alles herunterladen, was ich will. Läuft. Also, liebe Streamer, bitte einziehen. Besser geht's nicht mehr. Wir haben hier auch kein Vodafone. Das ist alles RaveNet. Das löbt. Apropos. Was macht denn unsere liebe Exo so? Du ziehst mit Norbert Kowalski zusammen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, Arthur Knopf wurde abgeschossen und nicht mal oder knapp einen Monat später. Guck mal hier, 907 Leute liken das, mögen das, mögen wir das jetzt auch. Wo wohnst du eigentlich?
kann man machen. So, und hier sollten wir noch einen Kreisel hinmachen. Okay, gehen wir gerade mal hier rein. Auch ein bisschen Platz an der Ecke. Reicht das? Da haben wir sogar noch ein bisschen Luft. Das dürfte doch den Verkehr hier unten fixen. Mit Blick auf die Autobahn ein Träumchen, ja. Die sieht hier schon, ne, wenn die Oma ankommt. Wenn die Oma hier vorbeifährt, weiß Exo, ach scheiße, ich muss mal ganz schnell aufräumen. Da hinten hat es gerade geknallt. Oh wow. Ich think, wir müssen hier die Kreuzung auch noch mal etwas überarbeiten. Die hohe Kriminalität sorgt dafür, dass ich mich nachts draußen nicht mehr wohlfühle. Naja, dann ist das halt so. Schaff den guten deutschen Schäferhund an, dann ist Ruhe. Ist das der sogenannte Treppchen-Effekt? Naja, das ist hier das Stoßdämpfer-Prüfgelände, ne? Also. Die Stoßdämpfer haben nicht standgehalten. Also für einen Allradantrieb hier läuft. Das ist halt, ne? Machen wir den wieder weg. Dann sieht es wieder etwas besser aus. Gucken, ob es hier mit Ampel besser läuft. Machen wir hier die ganzen Fußgängerüberwege weg. Beziehungsweise die lassen wir da. Und die. So, mehr aber nicht. Nee, ich glaube, das macht es nicht besser. Die kommen sich in den Weg, weil die abfahren wollen und die wollen hier drauf fahren. Okay. Wir müssen ein wenig umdenken. Ist aber kein Thema. Mehr Platz. Ich denke, das sollte reichen. Dann machen wir die Connection hier einmal nochmal neu. So, upgraden erstmal hier das Stück auf 3 Spuren. Nein. Okay, wir upgraden das Stück nicht auf 3 Spuren. So, brauchen wir das Tool. Das kriegen wir hin. So, jetzt machen wir die Abfahrt einfach ein bisschen weiter nach hinten. Das kann passieren. Das kann absolut passieren. Aber für den Moment versuchen wir das erstmal so zu fixen. In die Quere.
gucken uns das nochmal einen Moment an. Ist auch hier, weil die hier nicht richtig drauf fahren können, ne? Wir können mal Folgendes probieren. Wir upgraden zum einen das hier mal auf 2 Spuren. Gucken wir hier ein Upgrade hin auf 3. Guck mal, das klappt sogar. Führen wir die 3 Spuren noch ein bisschen weiter. Jetzt bräuchten wir hier TMP am besten, dass wir hier beide Spuren als Abfahrtsspuren deklarieren könnten. Aber kriegen wir auch in den Griff. Wir uppen das auf eine 5-spürige asymmetrische, dann haben wir nämlich 2 abbiege Spuren. Bam. Gut. Jetzt sieht aus hier hinten. Jetzt haben wir das Problem von der Seite. Are you kidding me? Eieiei, okay. Upgrade auf 3 Straßen, bitte lass es funktionieren. Ja, es geht. Och, das verstehe ich jetzt nicht. Eben ging's, jetzt geht's nicht mehr. Dann haben wir da kleine Gap drin. Nehme ich in Kauf. Oh, wow. Oha. So, die haben hier so ein paar Wegfindungsprobleme, aber... Moment. Bessere Idee. Downgraden das. Und dann haben wir hier definitiv den Platz dafür. Und weil wir so ganz, ganz lieber Stadtherr sind, machen wir das jetzt nicht einfach platt, sondern schenken euch hier. Wilder grüner Busch, nee, das ist zu klein. Eich passt auch nicht rein. Da. Bisschen was fürs Auge. Wenn wir später wieder abreißen, ist es so. Aber der gute Wille war da, ne? Also. Sehr schön. Jetzt sieht er hier immer die schöne Blumenwiese, wenn er da dran vorbeifährt. Fixed it. Wir haben hier aber immer noch Probleme. Hier ist auch noch so eine minimale Gap drin, sehe ich gerade. Jetzt geht's gerade durch. Fein. Ist es wieder eine Rampe bei der Ausfahrt? Ja, da sind ein paar Rampen. Die ignorieren wir. Das ist alles so gewollt. War nie anders geplant. So, jetzt werden wir hier die Gebiete nochmal ein bisschen füllen. Aber da machen wir vielleicht wieder ein paar kleinere. Lass ein bisschen Abstand dazwischen. Hier mal einen ganz kleinen noch mit rein. Hier vorne können wir noch mal ein paar Geschäfte mit rein machen. Obwohl, die würde ich gerne in einer Breite. Aber mit den Geschäften, ich denke, das macht Sinn. So, auch nicht ganz so groß, dass wir hier so einen schönen, smoothen Übergang kriegen, weil das ist doch ziemlich krass von hoch auf klein. Also ein paar mittlere Gebäude noch mit rein. Ich denke, das könnte gut sein. Alter, war das ein geiler Rap.
So, hier neben haben wir noch ein bisschen Luft. Das würde ich mal ein bisschen aussparen. Gucken wir später vielleicht nochmal. Was machen wir mit dem Gebiet hier jetzt? Nicht Schule. Klinik ist das. Die haben wir schon komplett aufgewertet. Dann könnten wir jetzt hier hinten dran nochmal einen Fußgängerweg machen. Kriegen wir hier eine Connection hin? Ja, kriegen wir. Nein. Gut. Dann machen wir hier noch eine Connection durch, dass wir die Gebiete mal voneinander trennen. Ich denke, das ist in Ordnung, sieht gut aus. Einfach weggucken. Ja, ist in den Kreisverkehr ist eine Treppe drin. In dem hier hinten, ja, so ein bisschen. Es gibt hier einfach keine Treppe. Das ist alles so gewollt. Wir sind hier das Stoßdämpfer Prüfgelände. Ich glaube, hier machen wir ein paar mittlere, dichte Gebäude rein. Das könnte ganz gut aussehen. Dann haben wir 1 bis 3 Probleme gemacht. Wechseln wir nochmal das Thema. So, und die sind hier unten dran connected. Das müssen wir wieder wegmachen. Ja, wonderful. Und dann hätte ich hier gerne noch ein paar Reihenhäuser. Drei oder machen wir hier ein paar größere hin? Ich denke, wir können ruhig ein paar größere kommen. So, dann wechseln wir nochmal den Stil. Hier kommen noch ein paar kleine hin. Billiges Miet, eine billige Mietwohnung. Hier einfach mal mitten reingeklatscht. Ich glaube, die will keiner. Dann machen wir hier mittleres Speed. Themenwechsel. Okay, dann machen wir hier noch ein paar Reihenhäuser rein. Und kleines Geschäft für die ganzen Leute hier rundherum. Ich glaube, hier mit dem Ding bräuchten wir aber noch einen Parkplatz. Wir das noch ein bisschen geschoben. So reicht es. Sogar wieder ein bisschen rüberschieben. Machen wir hier nebenhin, weiß ich noch nicht, vielleicht ein paar Geschäfte nochmal. Ja, wenn ich überlege. Die Dreiergebäude scheinen in der Höhengrößenordnung zu bleiben. Oder gibt es da auch Zweier? Moment, let's have a look. Gibt's auch. Dann machen wir hier Dreier. Ah, das connected schon wieder falsch.
So, da haben wir einen Dreier. Dann machen wir hier so einen Dreier und hier noch einen Zweier. Weil wir können, machen wir hier noch ein kleines Büro rein. So. Hier nochmal einen Fußgängerüberweg rein. Bringen wir den hier irgendwie dran vorbei. Boah, ist nicht ganz perfekt, aber ist in Ordnung. Wir sind hier einfallsreich. Blümchen mit drin. Jetzt hier noch eine Kiefer rein. Oh, das ist gut. Moin, wie geht's? Green, einen wunderschönen guten Abend. Aber hier, so, hier ist gutes Muster drin. Mir geht's soweit ganz in Ordnung, wenn man von der Stimme absieht. Aber ich werde jetzt auch nicht mehr ganz so lange heute Abend machen. Aber ansonsten ist eigentlich alles gut. Wie sieht's bei dir, bei euch aus? Hier machen wir noch ein paar Böhmscher drin. Ach, ein paar Böhmscher, ein paar Büsche. Und da nochmal welche dazwischen. Ich hoffe, dass wir hier das Ganze nochmal ein bisschen aufbrechen von der Optik. Und da noch ein bisschen. Ist der letzte. Wochenende genießen. Yo, auf jeden. So, machen wir hier noch ein paar. Und jetzt aber Schluss. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Gameplay. Das haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Einmal speichern, Stream 2. So, wo war's denn? Tag- und Nachtdarstellung machen wir einfach mal an. Und lassen jetzt hier unsere Stadt mal auf uns wirken für einen Moment. So, jetzt müsste es mal so langsam Nacht werden. Ich glaube, es kann richtig gut werden. Also ich finde hier einmal den absteigenden Berg, finde ich ziemlich cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier werden wir noch mal ein bisschen das größere Gebiet haben. Aber das braucht, das muss halt auch erst ausgefüllt werden. Wir haben hier hinten noch den ganzen Platz offen. So viele Hochhäuser sind nicht. Hier unten das Gebiet muss ich erst noch mal füllen. Jetzt einmal bitte. Na? Sie beschweren sich immer noch. Ich habe eure Steuern doch erst runtergesetzt. Nee, noch weniger machen wir nicht. So viel Plus machen wir noch nicht. Ich muss sagen, das entwickelt sich hier definitiv immer weiter zu meinem Lieblingsgebiet. Wenn ich überlege, da sitzen wir jetzt schon so lange dran wie für die komplette Seite hier insgesamt. Mal überlegen, was wir hier oben mitmachen, ob wir hier irgendein Wahrzeichen. Aussichtsturm wäre sicherlich mal eine Überlegung. Und der ist ein bisschen klein. Riesenrad, weiß ich nicht. National Art Gallery passt da nicht. Den nicht. Törnischer Garten ist auch ein bisschen klein. Das Tokioter Parlamentsgebäude. Hm.
Ich glaube, so einen Aussichtsturm hier unten kommen wir schon am besten hin. Ne, den hier richtig schön auf die Spitze geknallt. Das machen wir. So, machen wir den Berg aber ein bisschen kleiner, glaube ich. So. Dass wir hier ein ordentliches Gebiet haben, da ein bisschen zu arbeiten mit öffentlichem Verkehr und so weiter und so fort. Wenn ich das richtig sehe, wird es so langsam nach. Ich bin gespannt. Was sind das hier eigentlich für zwei Linien? Crazy. Sieht schon ziemlich geil aus, ey. Ey Leute, sagt mal, das sieht doch mal mega geil aus mit diesem Sonnenuntergang. Fällt mir extrem gut. Immer wirklich mal die Kamera an sich, die ganzen blöden Beschwerden auszumachen. Weg sieht man leider nicht mehr allzu viel. Das ist der Hammer. Danke. Ist schon nice. Ja, jetzt schmeißen wir den Tag- und Nachtwechsel wieder raus, sonst können wir nämlich nicht bauen. Das ist cool, das machen wir definitiv mal so zwischendurch, dass man hier mal so Tag- und Nachtwechsel reinmacht. Fällt mir gut. So, genau, richtig hier. Die Größenordnung an Gebäuden passt perfekt hier rein. Jetzt würde ich hier gerne historisches Gebäude anmarkern. Ja, dass die einfach nicht mehr aufsteigen, sondern in der Größe bleiben. Das ist eine Bombe. Hier haben wir noch ein bisschen Luft. Hier müssen wir ein bisschen Parkanlage reinmachen. Nehmen wir Kiefern. Den Hickory. Dann noch ein paar Bücher. Jetzt hier auch nochmal so ein schöner brauner Fußgängerweg, den wir hier hinten reinmachen könnten. Das wäre cool. Oder eben direkt an diesen Roundabout angeschlossen. Dann könnte man nämlich da und da noch Wege machen. Das geht ja leider nicht. Der berühmte Buswendeplatz. Das ist hier, ja, wie heißt denn die Straße? Das ist die Gotha, das Gothas. Buswendestraße. Schön. Ja, ich muss auch sagen, hier mit diesen kleinen Straßen, dass da die Autos nicht parken dürfen, das gefällt mir halt auch nochmal mega. Das hätten wir hier drüben in den Gebieten viel besser hinkriegen können. Da mit den kleinen Straßen gearbeitet hätten, aber so what, nur haben wir es erstmal. Wir sind beide aber schon bei 40.000 Einwohnern, gar nicht gemerkt, dass wir schon so hoch gestiegen sind. Und was machen wir hier an die Straße? Ich auch nochmal hier zwei, drei kleine Geschäfte.
Dann sieht das Ganze wieder ein bisschen lebendiger aus. Neben weiß ich nicht. Würde ich tatsächlich so lassen. Hier können wir dann vielleicht nochmal parktechnisch irgendwie ein bisschen was einzeichnen. Warte mal. Nee. Bauen wir nichts mehr hin. Da bauen wir nichts mehr hin. Machen wir einfach mal ein bisschen was anderes. So muss, da haben wir in der ganzen Stadt noch nicht. Was muss ich da noch reinkriegen, ha? Ja. Lecker Giotto-Kugel. Passt, ne? So, schon sieht es schön aus. Nein. So, hier machen wir auch noch mal ein paar Reihenhäuser rein. Na, jetzt lass mal kurz gucken. Das Bodenverschmutzung. Ja, natürlich wird der Boden verschmutzt. Was ist das denn? Oh, hält doch an Grenzen. Braucht doch keiner meckern. So, genau. Da waren wir jetzt. Also, das hier sind die europäischen Stile, ne? Mit diesen schrägen Häusern, mit den schrägen Dächern, das sind die nordamerikanischen Stile mit den Flachdächern. Was machen wir jetzt hier hin? Ja, komm, wir machen mal nordamerikanisch. Hier auch noch mal bis dahin. So, jetzt muss ich hier oben gerade noch ein bisschen. Ja, perfekt, ab hier 3. Und dann machen wir ab da europäisch. Hier können wir das theoretisch umdrehen, dass wir hier vorne das Stück europäisch machen und hier neben das Stück nordamerikanisch. Aber dafür lassen wir die Häuser jetzt erstmal alle dahin kommen. Ich glaube nämlich, ich würde hier drin auch nochmal eine Straße ziehen oder machen wir hier vielleicht nochmal was Größeres rein. Haben wir was, was sich lohnt hier reinzumachen? Können wir da eventuell noch was freischalten? Rathaus klappt diese Runde nicht mehr, nächste Runde aber. Sonst haben wir alles. Von dem, was wir haben, wüsste ich jetzt nicht, was wir da reinsetzen könnten. Vielleicht haben wir da noch einen Park, der einigermaßen reinpasst. Guck mal, die kannst du auch nur einmal bauen.
Ist ja schade. Die Wahrzeichen sind alle zu groß. Ach, guck mal da. Freibad. Okay, das heißt, hier machen wir noch ein bisschen Detailarbeit. Das Freibad würde ich gerne so annehmen und wird das ein bisschen umbauen. Das ist dann das Highlight von dem Feld hier hinten. So, dann machen wir Kiefern. Dann mache ich hier rüber Pappeln. Ist nicht ganz gerade, also. Und weil wir können, machen wir hier neben noch ein paar Edelkastanien hin. Letztendlich, ich glaube, den Bereich würde ich freilassen. Hat was. So, dann machen wir hier vorne. Machen wir noch ein paar kleinere, mittlere hin. Ah, das ist wieder an die Straße angeschlossen. Ne, springt wieder zurück, oder? Wo geht's jetzt? Nee, es geht alles da runter. Suchen wir jetzt hier da nochmal einen Anschluss hin, wenn wir jetzt sagen, hier machen wir noch einen Weg hin. Dann haben wir hier so einen Blömscheweg. Ne, hier machen wir ein großes Einfamilienhaus hin. Wir machen hier zwei kleine Einfamilienhäuser. Okay, wie ihr seht, will die Grafik gerade nicht, wie sie soll. Es sieht wieder etwas strange aus. Oh Mann, dieses Spiel, ey. Manchmal macht es mich ja echt fertig. Nee, ihr hättet mich da jetzt auch mal fertig bauen lassen können. Einfach 8K mit Path Tracing. Krass. Ja, ist phänomenal. Ja, guck mal hier. Jetzt haben wir hier wieder die Wasserfarbe. Also das erinnert mich, wenn ich das so sehe, erinnert mich das irgendwie so ein bisschen an Dorfromantik. Das hat ja schon einen gewissen Charme. Aber nicht in Cities 2, bitte. Oh. Was habt ihr hier hinten für ein Problem? Ich glaube, die Straße ist einfach viel zu klein. Wir müssen hier mal ein bisschen upgraden. Geht das bitte? We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Increasing areas of forest are being engulfed by flames.
The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until emergency services manage to get the fires under control. Oh boy. Hier noch eine 4 raus. Ach, nö, warum geht denn das jetzt nicht? Pfui. So. Oh. Oh. Ich glaube, da müssen wir mal unterirdisch schauen. Was ist denn hier los? Einfach Kunst, ihr versteht das nicht. Ach, ich muss nicht alles verstehen. Ne? Wie hat man zu uns früher gesagt, mal Bub, du brauchst nicht alles wissen, du musst nur alles essen. Ja, im Mund, in den Tunnel ist ein Kreisel und man kann da parken. Also parken sollte man da eigentlich nicht können, aber offensichtlich. Warum der LKW. Ich wollte gerade sagen, warum der LKW da nicht weiterfährt, verstehe ich nicht. Sah eventuell nur so aus. Ich glaube auch. Aber das funktioniert so nicht. Deswegen machen wir den Kreisel auch weg. Wir machen jetzt hier eine kleine Trumpet. Wird nämlich schon gern fließenden Verkehr haben. Machen erstmal die Ausfahrt. Hier Oma ist der, wie ist. Alles schick mit CS2. Randy Andy. Ja, moin, Mensch. Alles schick. Läuft. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es läuft. So, gehen wir hier auf 10. Hier auf 5. Hier auf 0. So, ich hoffe mal, wir kriegen hier die Abbiegung ordentlich hin. Ach, das wird schon. Ja, cool. Und bei dir alles fit? Du bist ja jetzt auch quasi wieder ein Newbie hier. Der Meister von Cities 1 muss auch wieder neu anfangen mit seinem Wissen. Da haben wir's. So. Und damit hätten wir hier die ganze Kreuzung gefixt. So. Danke für das Gespräch. Sieht jetzt zwar nicht so hundertprozentig so geil aus, aber ich denke, es ist sogar in Ordnung. Und hier können wir einfach mal durchgehend auf 3 upgraden. Das ist viel zu viel Betrieb für eine 2er, aber hier brauchen wir jetzt tatsächlich die 3er dann doch nicht mehr. Ja, die 4er. Downgraden wir hier wieder auf 3. Warum habe ich hier immer noch ein Problem? Das verstehe ich nicht.
Nicht wirklich, ich bin gerade durch mit der Bronchitis und gestern ist meine Mutter im Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus gekommen. Oh Mann. Sachen, die man nicht braucht, ne? Und die Bronchitis, naja, du hörst mich, ich bin auch nicht ganz fit. Jo, aber das Wissen ist schon wieder sehr groß. Ja, so geil. So, okay. Wir machen den Kreisverkehr hier auch weg. Die Anschlüsse machen wir auch nochmal neu. So, wir haben hier 4 Spuren. Da sind es nur noch 2 Spuren. Dann lassen wir die doch hier gleich abgehen. Das oder ist das? Ne, es geht sogar. Hätte ich nicht gedacht, aber es geht. Nein! Wo man das jetzt wieder. Ne. Lappende Objekte. Oh, der hat hier hinten nicht angesetzt. So, und damit sollte das Stauproblem hier eigentlich auch behoben sein. Jetzt haben wir ganz klar definiert, eine Spur für die andere Seite, eine Spur für die Seite. Guck mal, wir haben hier sogar 6 Spuren. Da macht es jetzt Sinn, das auf 2 zu upgraden. Hier eine Ampel. Ah, jetzt müssen wir hier. Ah, jetzt müssen wir hier mit den ganzen Details ran. Auf der bitte Linksabbieger verbieten. Auf der hier bitte auch. Dann können wir nämlich hier die Ampel wegmachen. Stell dir vor, du stehst im Tunnel in den Stau und dann baut einer eine komplette Straßenführung um. Und bist du auch verwirrt, wo lang? Das ist ja nicht nur im Tunnel. Das bin ich ja schon. Ich bin ja schon verwirrt, wenn die im Supermarkt die Regale neu einräumen. Also brauchst du mir hier nicht mit neuer Straßenführung im Tunnel zu kommen. Und hier müssen wir mal kurzzeitig auf 4 Spuren upgraden noch. So, läuft. Aber jetzt sind wir hier hinten zumindest mal wieder tutti. Jetzt fängt es hier wieder an. Kriegen wir das hier auf 2? Macht das Sinn? Keine Ahnung. Nein! Machen wir erstmal kurz den Kreisel weg. Nee. Anders. Kreisel ist gut. Der Kreisel ist gut. Das hier machen wir auch wieder auf eine Spur. Wir gehen jetzt einfach hin und sagen. Und da darf eine Spur. Nein, ach komm schon. Schickes Spiel. Das wäre jetzt zu schön hätte. Das klappt mit. Das kriegen wir irgendwie hin. So. Das Stück hier bitte noch upgraden auf 2. Und jetzt von hier. Ach
Sei doch nicht so gemein zu mir. Sei doch nicht so. Es könnte so gut sein. Diese Kreuzung ist ein Traum, ja? Ja, finde ich auch. Das ist voll toll. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja? Ah, ich bin so gut. Dann bediene ich mich jetzt um den Kreis gleich drumherum. Aber ich glaube, wir machen hier einen kleinen. Okay, kleinen machen wir nicht. Ist aber auch sehr jungfräulich, was ich da mache. Ach, ich habe einfach keinen Bock, hier das ganze Ding wieder umzubauen. Ich habe einfach keine Lust, das wieder umzubauen. Deswegen, ja, so ab und an, so bestimmte Sachen nehme ich jetzt einfach mal in Kauf, solange der Verkehr läuft. So, hier müssen wir auch noch upgraden auf 3. Und es geht nicht, weil da hinten ein überlappendes Objekt ist. Ich kann hier wahrscheinlich nicht mal eine Sollbruchstelle reinbauen. Darf nichts überlappen. Mal die Auffahrt auf den Kreisel an, die hat eine ungesunde Steigung, Gefälle. Beidseitig eine Treppe mittlerweile. Ja. Also die Treppen, die sind so gewollt. Also Randy, wir sind hier im Stoßdämpfer-Testgelände, ne? Das hat also alles seine Richtigkeit. Ne? Also wir müssen sagen, der Stoßdämpfer, die laufen, der vom Taxi war vielleicht nicht so gut. Der eine tanzt ein bisschen Lambada. Schon schick. Ja, hier läuft einfach ein bisschen zu viel. Wir werden hier wahrscheinlich wirklich das ganze Gebiet einfach nochmal platt machen müssen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Also meine Stimme hat jetzt lang genug durchgehalten. Bin ich ganz happy mit, aber jetzt ist mal Feierabend an der Stelle. Montag ist auch noch ein Tag. Jetzt Node Controller wäre fein. Oh, was würde ich lieben, Node Controller und Move It, um die Höhen einzustellen. Oh, ich wäre so happy. Ich wäre so happy. Du könntest hier so viel mit Node Controller anfangen jetzt. Aber ist egal. Ist wie es ist. Ich meine, das Spiel hat so viele schöne Sachen. Ich freue mich drauf, wenn die ersten Mods wieder rauskommen. Also ich will auf jeden Fall Node Controller, TMPI und Move It haben. Die drei Mods und alles andere ist. Hast du Developer-Mod freigeschaltet? Nein, habe ich nicht. Das mache ich noch nicht. Einfach 24 Stunden Stream dieser Kreuzung. Auch da kenne ich andere Kreuzungen, ne? Wenn ich an unsere Streamtown denke, das Riesending, was wir da mit, keine Ahnung, gefühlt 20 Spuren gemacht haben, das ging ja auch relativ zackig. Was ich an der Kreuzung hier als Problem sehe oder als Herausforderung ist, dass wir hier die Straße aus der Erde kommen haben, dass wir die irgendwie ordentlich mit einfließen lassen müssen. Aber ich bin einfach am Überlegen, ob wir hier die Autobahn nicht hier so einen Knick machen lassen. Naja. So,
So, hier rüber und dann da wieder ran. Wir werden sehen. Hier schnell speichern, bevor der Stau bis nächste Stadt geht. Jetzt fangen sie hier an der Stelle an. So, was würde passieren, wenn wir den Kreisel einfach wegnehmen? Einfach mal testweise. Die Ampel kriegt das, glaube ich, nicht geregelt. Überlastete Straße bleibt eine überlastete Straße, ist richtig. Warum haben wir jetzt da hinten auf einmal ein Abwasserproblem? Hilfe! Ja, wir können mehr verarbeiten. Sind auch überall angeschlossen. Wir machen keinen Abwasserexport. Verstehe jetzt wieder nicht. Wir haben noch Luft bei der Abwasserverarbeitung. Wir müssen auch nichts exportieren und trotzdem haben die ein Abwasserproblem. Okay, wir machen jetzt hier erstmal da nicht. Da auch nicht. Doch, hier. Wir machen jetzt erstmal den Kreisel wieder rein. Für den Moment. Und speichern. So, Stream 2. Jetzt machen wir noch einen ganz kleinen Ausflug, weil vorhin, wir hatten ja ein, zweimal das Thema große Städte. 152.000, jetzt gucken wir da nochmal 2 Minuten rein. Auch nochmal auf den Verkehr, wenn die öffentlichen gut angeschlossen sind. Okay, ich habe nichts gesagt. Sondern immer eine Problemzone. Ja, bis auf das eine hier sieht es ganz gut aus. Und vor allen Dingen, was ich halt auch bizarr finde, wo haben wir es? Da. Wir machen eine Monatsbilanz von 3,3 Mille plus. Also ab einer bestimmten Größe ist Geld überhaupt kein Thema. Bestimmt ein Bug, ja, ich glaube auch. Da läuft irgendwo ein Käfer über die Straße. Das ist lustig, habe ich gar nicht gesehen. Ist auch nicht, ne? Ja, ist auch ein Bug. Da stehen einfach so viele, die auf Bus und Taxi warten, dass nichts mehr passiert. Oh my goodness. 50 Millionen Taxis, ja? Das sind nur die Leute, die hier warten, ne? Geil. Oh mein Gott. Ja. Bam. Das kommt mir gerade vor. Das ist so ein Déjà-vu Marke New York. Guckt euch das mal an. Die Leute wollten alle zu dem Taxistand.
Alter Falter. Oh my goodness, das ist ja Amilandler, Alter, das ist ja... Wie viele waren das? Und die FPS droppen gerade sogar im Stream durch. Okay, also, ich komme nochmal drauf an, wenn wir mal von diesem einen Taxistand absehen. Selbst mit 150.000 kriegst du das gut hin, weil die fahren jetzt alle, dann ist das Ding geregelt. So, und das Spiel auch Grafik hat mich so hundertprozentig mit. So. Das speichere ich mir auch gerade mal. So, ihr Lieben, aber dann sage ich an der Stelle erstmal herzlichen Dank, dass er dabei war, dass er mich trotz meiner Stimme ertragen habt. Dann werden wir mal gucken, wer heute Abend noch ein bisschen Cities zockt auf Twitch. Und da sehe ich das Radlerauge, was hier noch an City Skylines dran ist. Dann schicke ich euch da ein. Da bin ich auch schon lange nicht mehr rated. Dann schicke ich euch zum Radlerauge. Der macht das auch gut. Da habe ich auch schon reingeguckt. Der hat eine sehr eigensinnige Art, Städte zu bauen. Aber es macht Spaß. So, wir sehen uns am Montag wieder. Ab 20 Uhr, ab 19:30 Uhr wahrscheinlich eher. Und dann auch nochmal Cities 2 und dann gucken wir mal. Völkerwanderung. Oh, Taxistände nennen sich gar nicht, wissen die direkt mit der Telefonzentrale aus. Wäre eine Möglichkeit, können wir mal gucken. Völkerwanderung, yo. Ein gutes Nächte erholt dich gut, danke. Das kann ich gut gebrauchen, du dich auch. Ne? Beziehungsweise du hast es ja schon hinter dich, da hast es ja schon erholt. Gute Nacht an alle, alles klar. Habt's. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Das reißt einen einfach komplett raus. Aus dem Flow, wenn man solche Sachen sieht. Weil im Endeffekt kann ich eigentlich die Stadt schon wieder neu anfangen. Ohne funktionierende Post wären die Leute so unglücklich. Dass einfach die Stadt nach und nach kollabiert. Alles nur, weil ein Spielsystem komplett verpackt ist. Grüße gehen raus, na immer. Grüße gehen raus. Vielen Dank für die Unterstützung, Neymar.